So, Mädel, meine lieben Freunde, ich habe keine Ahnung, ob schon jemand da ist. Ich muss jetzt wieso noch ein bisschen Zeit dort schlagen. Weil ich komplett unvorbereitet bin. Aber wie gesagt, wir schauen, dass überhaupt jemand da ist. Ich warte noch ganz kurz, bevor ich hier irgendwas ankündige, wie der Ankündigungslord. Da sehe ich schon den ersten, der Mädel schreibt. Also ich rede schon mal nicht nur mit mir selber, wie ich das sonst tue. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Da sind die Leute. Wir warten beeilig. Ich bin doch jetzt da, Herr Bewerbungsversager. Ich bin doch jetzt da. Nein, ich muss mich entschuldigen. Es ist heute sehr spontan gewesen. Ich war mir jetzt die letzten Tage absolut nicht sicher, ob ich es heute schaffe. Aber ich dachte so, du kannst jetzt den Sonntag, du hast jetzt so schön durchgezogen, um am Sonntag zu streamen, du kannst diesen Sonntag nicht schleifen lassen. Hat alles ein bisschen länger gedauert als geplant, aber wir sind doch noch da. Und ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ich habe noch nichts vorbereitet, das muss ich jetzt nebenbei noch machen. Aber das ist gar kein Problem. Ich quatsche euch einfach so lange zu. Einwandfrei. Leute, wie war euer Wochenende? Erzählt mal ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich bring den Gag jede Woche, ist mir scheißegal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mein Wochenende war zu kurz. Ja, moin. Wer hätte das gedacht? Wie geht's denn heute? Ach, naja, was soll ich sagen? Es ist Sonntagabend. Wie soll es mir gehen? Nein, alles schick. Wochenende war gut. Wie gesagt, zu kurz, aber nein, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich freue mich wieder im Stream hier für euch am Start sein zu können. Und ja. Musst du gerade jetzt strämen? Passt dir das nicht? Das tut mir leid, der Mettigel kreist. Nicer Name, by the way. Das tut mir natürlich leid, wenn dir das gerade nicht passt. Aber du kannst dir auch gerne die Strähm-Wiederholung dann angucken. So. Genau, was schauen wir heute? Ach so, ja, Mädelwingel. Mädel, Mädel, Mädel. Hab keine Lust, morgen arbeiten zu gehen. Fühle ich, fühle ich. Definitiv. Ihr kennt das bestimmt alle, wenn der Sonntag so einen faden Beigeschmack hat. Du hast zwar frei, weißt, aber morgen musst du wieder los. Und das ist immer so ein bisschen Kacke, ne? Naja, ich verstehe das absolut. So, Leute, wie gesagt, Max war unvorbereitet heute. Was schauen wir? Wir schauen. Moment, lasst mich nachdenken. Der Einzige natürlich. Die Folge 22 ist, glaube ich, dran. Richtig? Oder bin ich da falsch? Ich glaube, die Folge 22 wäre als nächstes. Dann, weil wir es eigentlich immer so gehandhabt haben, werden wir auch noch die 23 mit reinnehmen. So. Ich gucke gerade noch, was können wir denn noch mal ein bisschen schauen. Rainer Wichser hat da noch nichts Neues gemacht, sonst würde ich mir das Instant reinziehen. Ich bin älter der faule Gackgelder. Ja, ich auch, ich auch. Der Lord wird gerade beim Lügen exposed. Ach, der macht sich wirklich so hart selbstlächerlich. Allein diese Massengespräche da mit den Leuten, ich kann mir das überhaupt nicht geben. Das ist wirklich, das ist so unnormal. Da mit Rainer irgendwie diskutieren oder reden zu wollen, ist wirklich. Ofi hat ein schönes Video heute drüber gemacht, das ich mir angeschaut habe. Das fand ich, er hat es sehr treffend formuliert. Mit Rainer seiner Gesprächspolitik klarzukommen, das ist halt wirklich, ist anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Neues Video vom Meme-Container. Das wäre eine gute Idee, LB. Lass ich mal schauen, was wir als letztes geguckt haben. Moment. Es ist schön, dass ihr hier so ein bisschen mir helft. Besten Memes vom Drachen. Part 8 haben wir, glaube ich, als letztes geguckt. Kann ich das. Nee, Part 9 sehe ich hier. Ich glaube, Part 10 wäre dran. Gibt es schon Part 10? Warte mal, wir schauen mal schnell nach. Meme-Container. So. Gibt es kein Drachenlord Memes Part 10? Doch, gibt es. Er hat sie nur anders benannt. Rainer Winklers neuer Job heißt das einfach. Aha. Dann kommt das natürlich rein in die Playlist. Nice. So, da haben wir noch was vom Meme-Container. Und was gucken wir uns noch an, Leute? Habt ihr noch eine Idee?
Ich liebe sie, Mädel zusammen. Hallo, hallo. Du Wege, könntest du mal auf mein GTA Need for Speed Most Wanted Content reagieren? Würde mich freuen. Das passt jetzt nicht so unbedingt auf den Kanal, meinst du nicht auch? No front an dich. Hagebunde. Die sind wirklich anstrengend. Matt Eagle, es ist so, ne? Bürger, also das ist so anstrengend. Deswegen, ich versteife mich ja zurzeit wirklich viel mehr auf alten Content. Weil ich finde, du erträgst den auch einfach besser. Was da teilweise manchmal so gelabert wird, das ist so anstrengend, Leute. Naja. So. Wollte nur mal fragen. Nee, alles gut, nichts für ungut, wirklich. Gar nicht für ungut, aber das passt halt leider nicht so rein, ne? Drei Videos habe ich überlegt gerade noch. Was können wir denn noch? Wir könnten noch eine Lügen-Compilation schauen. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht, ne? Lügen-Compilation Nummer 3 war, glaube ich, die letzte, die wir geschaut haben. Die sind auch immer sehr unterhaltsam. Lügen-Compilation 4. Bilde mir ein, die 4 haben wir noch nicht geguckt. Ich tue die mal schnell rein in die Playliste. Schaue nochmal durch und dann haben wir erstmal so das Line-up für heute zumindest zusammen. Ah, ist ganz gut, da habe ich noch ein bisschen Delay drin. Da können noch ein paar Leute reinkommen. Es sind jetzt 52 Leute. Aber ich bin schon überrascht, ne? Keine große Ankündigung, Stream nicht vorher angemacht oder so und trotzdem so viele Leute da. Ganz viel Liebe an euch. Ganz, ganz viel Liebe. So, okay. Ich muss echt mal Playlists erstellen für meinen Kanal. Ich bin so ein fauler Student, dass ich das immer noch nicht gemacht habe, ey. Ich habe so ein paar Playlists angefangen, die halte ich aber auch gar nicht aktiv. Ich kriege auch dauernd Beschwerden in meinen Kommentaren. Ah, oh, ja, mach doch mal die Playlists aktiv. Ja, ich weiß, es tut mir doch leid. Ich bin halt ein fauler Student. So, gut, dann haben wir das Line-up für heute zusammen. Nämlich Geschichte des Drachenlord Episode 22, 23. Rainer Winklers neuer Job, also Drachenlord Memes Teil 10 und Drachenlord Lügen Compilation Nummer 4. Okay. Reagier mal bitte auf die Geschichte, wie Rudi das Sofa vom Zaren geklaut hat. Das können wir auch mal machen. Wie gesagt, ich habe so eine kleine Liste. Ich setze das einfach mal mit drauf. Und dann machen wir das mal demnächst. Oh Mann. Ich kenne auch so ein paar ganz alte Klassiker. Ja. Ich weiß nicht, ob euch die Paprika was sagt. Der hat auch richtig geile Videos gemacht. Geht wirklich eine harte Empfehlung raus. Wer da Interesse hat, mal auf jeden Fall vorbeischauen. Best of Bärchen. Ich habe so Bock auf dem Kanal, die Cola-Bärchen-Leaks nochmal anzuschauen. Das machen wir aber irgendwann gesondert, wenn. Ja, wenn ich vielleicht mal, ja, nicht so viele Formate gerade noch habe, wenn die Memes mal durch sind und die Lügen-Compilations, machen wir mal nebenbei noch die Cola-Bärchen-Leaks. Das wäre auch echt geil. So, gut, wir sind 60 Leute. Ich würde sagen, wir fangen so langsam aber sicher an. Ich will noch mal ganz kurz was nachchecken und dann geht's auch gleich los. Aber ich glaube. Ja, das passt. Okay. Wirf das eine verfickte Waffe weg! Das ist eine scheiß antike Waffe! Die hat nicht abzuhauen! Hab ich mich gerade erschrocken, ey. Ich war gerade kurz sehr lost, was überhaupt abging. Mein Gott, ey. Okay. Ja, wir fangen natürlich an mit dem Einzigen. Und ich glaube, wir werden noch mit dem Einzigen aufhören oder so. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Überspringen schnell das Intro. No disrespect. Okay. So, gut. Wingelmongel, Mädel, darf ich ja Mod werden? Alle anderen sind gerade beschäftigt. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Mods, lustigerweise. Ich habe lange überlegt, ob ich einfach mal ein paar Leute zu Mods machen. Mal ein paar Leute zu Mods mache, aber irgendwie habe ich das nie gemacht, keine Ahnung. Tatsächlich bräuchte ich mal irgendwann ein paar Mods, aber ja, das machen wir dann noch irgendwann. Bisher habe ich immer den Bannhammer geschwungen. Nee, ich glaube, ich habe noch keinen einzigen bannen müssen. Ich glaube, zwei habe ich mal getimeoutet, weil die rumgespammt haben, aber ansonsten habe ich noch gar nichts gemacht.
Naja. So, Leute, genug gequatscht. Wir legen jetzt los, würde ich sagen. Ihr wisst, was jetzt kommt. Die unangenehme Einleitung. Let's go. Metal, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu der Geschichte des Drachenlord Episode 22, zunehmende Aggression. Und ich sage euch, wie es ist, diese bekomme ich auch immer, wenn ich diese Videos von Rainer angucken muss. Ja, wir gucken aber heute wieder beim Einzigen, der macht den guten Content, deswegen würde ich sagen, wir gehen rein, let's go. Am 24. April. Warum habe ich Untertitel an? Was ist denn da los? Erschien das Video Karpfenchips Funken Oh Yeah, in dem Rainer ankündigt, nach dem Umzug Kochvideos zu machen. Bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich da vielleicht ab und zu mal das eine oder andere Mal ein Kochvideo mache. Bitte. Ich würde so gern sehen, wie Rainer heute Kochvideos macht. Das wäre auch sehr, sehr lustig. Momentan nö, habe ich nicht das Interesse dafür. Ich koche ja eigentlich momentan nur deswegen hauptsächlich nicht, weil ich A, zu wenig Zeit habe und weil ich B, das ist A richtig und B falsch, weil ich B dann immer so die Sachen habe, wo dann und das, dann habe ich keine Zeit und dann habe ich da keinen Bock, da irgendwas zu machen. Warte mal ganz kurz, Leute. Es kann sein, dass ich wieder eine Behinderung habe, Moment. Haben wir nicht auf die 22 schon reagiert? Ich muss mal ganz kurz... Es kann sein, dass ich ein bisschen dumm bin gerade. Moment, Leute. Moment. Moment. Ich glaube... Warte, ich habe ja noch... Ja, ich habe ja noch eine Aufnahme. Ich muss mal kurz gucken, was das ist. Ja, wir haben schon auf die 22 reagiert. Oh Mann, let's go, Leute. Ich habe das gerade so gehört mit diesen Anfang mit dem Kochen und dachte schon so, das kommt ja doch sehr bekannt vor, aber man kennt halt schon alles von ihm so groß, also insgesamt. Und ich dachte so, ja, keine Ahnung, das hast du halt mal irgendwie nebenbei gehört oder so. Aber wir haben auf die 22 schon reagiert. Ich bin ja wirklich maximal dumm drauf. Okay, gut, also wir reagieren auf die 23 und auf die 24, logischerweise. Oh Mann, nee. Gut. Seht ihr, und das passiert, wenn ich vorher die Playlist nicht zusammenstelle. Ja. Ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit und Stress das für mich ist. Ja, ihr unterschätzt das immer, Leute. So. Gut. Nochmal neu. Oh Mann. Mann, bist du lost. Ja, bin ich auch. Also, kann ich auch gar nicht abstreiten, ehrlich gesagt. Rainer geht bei Kochvideos zu McDonald's. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt. So, nochmal hier neu. Aber Gott sei Dank ist mir wenigstens überhaupt aufgefallen. Stell dir mal vor, ich hätte es einfach durchgezogen und hätte dann so am Ende gemerkt, habe ich das hier schon mal gesehen letztens? Weil da war auch eigentlich zu mir passend. Naja. Gut, da war schnell hier das Zeug löschen. Ach Mann, ey, ich bin total überarbeitet. Ja. So, gut. Okay, wir gehen rein, let's go. Metal, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zur Geschichte des Drachen und Episode 23, aufgelauert und zugeschlagen. Und auch das würde ich sehr gerne machen, wenn ich Rainer mal sehe. Geiles Stück, du geiles. Okay. Grüße aus der Steiermark, Wongel. Dann Grüße zurück, SDGG, auch wenn ich sonst keine Leute grüße, aber... Nein, vielen Dank für deine Unterstützung, auch schön, dass du wieder am Start bist. Ja, was soll ich sagen, wir gucken wieder beim Einzigen und er ist und bleibt einfach der Einzige für mich. Ja, ich hab den ganz so lieb. Lass da mal ein bisschen Liebe da. Freunde, wir gehen rein, let's go. Am 26. Mai 2016 beschwerte sich Rainer auf Twitter über Boneclinks. Im Stream erlaubte Rainer Gäste. Ein Gast spielte jedoch eine Rede von Adolf Hitler ab. Wir Deutschland und unsere deutsche Nation! Alter, Junge. Junge. Herzlichen Glückwunsch, du bist das dümmste Stück Scheiße auf diesem Planeten. Auch sonst waren die Gäste hauptsächlich Hater. Während des Streams tauchten auch wieder ungebetene Gäste vor Rainers Haus auf. Oh, ich glaube, ich muss mal
Hackfressen verprügeln gehen. Warum? Wenn du hier reinfilmst, kriegst du Anzeige, du Spasti! Wenn du hier reinfilmst, stell mir so vor, wie so ein Hater mit der Kamera vor seinem Fenster so ihn so anfilmt. Oh Scheiße. Definitiv. Ich sitze im Haus. Wenn ich im Haus sitze, gilt es als Eingriff in die Privatsphäre. Was halt nervig ist halt, dass man halt sich nicht einmal mehr frei offener Tür anwichsen kann, weil dann die plötzlich vor der Tür stehen und es hören, weißt du? Das möchte ich gerne mal vorlesen. Daddy Tech hat gerade geschrieben, da müssen wir uns mal bei den guten Wingerbonger bedanken, dass er täglich 16 bis 17 Stunden fürs Schneiden, Rädern und Hochladen opfert. Danke für die harte Arbeit. Daddy Tech, pass auf. Wenn du das schon sagst, ja, dann kannst du richtig sagen, sonst gibt es das nächste Mal Bann. Das sind locker mindestens 19 bis 20 Stunden, die ich hier auf mich nehme, jeden Tag für euch. Ja. Kannst du ruhig mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Geil, wirklich, also einfach nur geil, oder? Ich meine, er sitzt da, ja, mit seinem Lächeln und spielt einfach auf der Gitarre den Lügenlord-Song. Richtig, richtig geil. Ich wusste, dass er ein Hater ist. Später würde dann sogar das Regenbogenschaf einen Auftritt haben. Hi Drache, ich bin's. Ich wollte dich einfach mal fragen, ob Master Jam und ich vielleicht mit Summer Breeze reden sollen und dir auch eine VIP-Karte besorgen können. Ja, klar. Wäre doch voll cool, oder? Klar, Regenbogenschaf. Da könnten wir zusammen ein großes Zelt mitnehmen und zusammen abfeiern. Weil ich bin ja darauf angewiesen, dass ein YouTuber, der wesentlich kleiner ist als ich und dümmer ist als ich. Also Master Jam und ich. Dieses kleiner und dümmer, also Rainer. Noch ein bisschen beschränkter als du ist schon schwierig. Und ich sag mal so, sich immer wieder mit seiner YouTube-Größe zu profilieren, ist halt schon an sich arg armselig. Aber Rainer, deine ganze Gefolgschaft, ja, in sehr großen Gänsefüßchen, bestand nur aus Hatern. Also Rainer, erzähl nichts von einer Größe auf YouTube, bitte. Dankeschön. Glaubt ihr ernsthaft, dass ich so dumm bin? Vor allem, ich brauche Hilfe von jemandem, der aufgehört hat, weil er gegen mich nicht ankommt, weil er scheiße ist und weil er scheiße labert. Dann äußerte sich Rainer über seinen Gesundheitszustand und sprach in sein Handy. Ich lege jetzt da nicht drauf an, irgendwie, keine Ahnung. Ich will sowieso das mit der Shisha ein bisschen reduzieren. Mit der Shisha kannst du nämlich dauerhaft und schneller als mit normalen Zigaretten deine Lunge schädigen. Weil gerade die Leute RBS schreiben. Stell dir mal vor, wie random und nice das wäre, wenn RBS heute einfach so auf TikTok-Livestreams wieder zurück wäre. Das wäre so geil, wenn man so auf einmal hören würde, hallo Drache, na, wie geht's dir? Und Rainer merkt so, verdammte Axt, das ist doch Edzardlar RBS. Er ist wieder da. Junge, das wäre so geil, das würde ich so hart feiern, Mann. In letzter Zeit immer mehr Probleme mit dem Atmen gehabt. Mir ist das zu gefährlich. Ich bin ein fetter Dummer mit 30er. Der irgendwo in einer Sackgasse in Deutschland lebt. Fragless, vielen Dank für deine Unterstützung. Ganz viel Liebe. Ich bin eigentlich stolz darauf, dass ich bis auf mein Gewicht eigentlich einen gesunden Körper habe. Geil. Bist aber ganz schön umgezogen, ne? Da muss ich wohl wieder ein bisschen was dagegen machen bei Zeit. Diese ausgedachten Sprachnachrichten für seine Freundin. Und als ob man immer so reden würde mit seiner Freundin, Rainer, da merkt man, du hast überhaupt keine Ahnung. Oh, dann bist du wieder unartig. Da muss ich wieder was gegen machen jetzt, Atlane. Das ist so ein widerlicher. Immer noch im Stream. Später gab es einen weiteren Stream, in dem Rainer sich über Drogen äußerte und generell schlecht gelaunt war. Jeder Mensch, der Drogen nimmt, Leute, ist ein Loser. Und ich rede nicht von Kippen, sondern ich rede von den Drogen, die schon auf kurze Distanz euch abmurksen. Rainer, auch eine Zigarette ist eine Droge. Schokolade kann theoretisch auch eine Droge sein oder zur Abhängigkeit führen. Also Rainer, bitte, erzähl doch nichts. Außerdem, wie war das? Du hast da auch mal ein Jahr lang gebufft, oder nicht? Naja, der Doppelmoral-Lord. Geh offline, Alter. Pass aufs Maul oder was, Alter? Hier sag immer noch ich den Ton an. Piss dich aus meinem Stream, du Spacken. Alter, noch hab ich hier die größere Faust. Willst du einen Beweis? Am 27. Mai wurde Rainers Account auf spin.de entdeckt.
Dort beschrieb er sich selbst als freundlich und lieb, aber manchmal etwas stürmisch und gab an, sein Lieblingsessen sei Käse. Der Ofenkäse muss immer dabei sein, meine Freunde. Ja, lieb, ja, sehe ich auch so, genau. Wir gucken mal, Größe 1,90. Ich denke 1,97 rein, was ist denn da los? Haare dunkelblond, ja, meinetwegen grau-blau, aber ändern auch manchmal die Augenfarbe rein, was ist denn da los? Körperbau völlig. Da wäre ich noch eine Option nach oben gegangen. Typ und Stil. Metaller. Nein, natürlich Mettler rauchen, Gelegenheitsraucher. Rainer, du warst doch, also du rauchst doch nicht nur gelegentlich, also bitte. Alkohol gelegentlich mal ein Bierchen. Essen, alles Mögliche, das ist wohl true. Status, ich bin bisexuell und lebe in einer eigenen Wohnung. Ja. Kinder, wünsche mir erst noch Kinder. Beziehung, in einer festen Beziehung. Lüge. Positive Eigenschaften, freundlich und lieb. Aua. Aua. Das würde ich wirklich gerne mal sehen, wo du freundlich und lieb bist. Negative Eigenschaften, manchmal etwas stürmisch. Etwas impulsiv, würde ich eher sagen. An diesem Tag besuchten Hater Rainer mit einem Rollator als Geschenk. Daraufhin warf Rainer mit einer Axt nach ihnen. Mitte! Wir müssen nicht mal rauskommen, wir haben noch was für dich. Mit AI. Schöne Axt. Etzi, du bist ein verdammter Vollidiot! Der Sound hat gerade eigentlich sogar ziemlich gut gepasst zum Video. Geil, Rainer. Später im Stream äußerte sich Rainer zum Axtwurf. Statement zu Axtwurf. Ich hätte ein bisschen stärker werfen sollen und ihm den Schädel spalten. Also ich habe es ja schon mal gesagt, aber wir wollen das ja auch gründlich machen, deswegen sage ich es ja auch nochmal. Wenn ich vorm Tor gestanden hätte, ja, faktisch nicht auf seinem Grundstück und er eine Axt auf mich wirft, auch wenn es die Intention ist, daneben zu werfen, wenn ich sehe, dass er eine Axt in meine Richtung wirft, hätte ich instant die Polizei gerufen, ihn angezeigt und den ja, Beamten geschildert, was hier passiert ist und dass es quasi ein versuchter Mord war. Also ganz ehrlich, so, also wie verkorkst muss man im Kopf sein, um mit einer Axt nach Leuten zu werfen, ja? Egal, ob man die Intention hat, jemanden zu treffen oder nicht, es ist wirklich so hängen geblieben. Naja. In Gespräch mit Baby Dave behauptete Rainer, die Hater hätten Masken mit dem Gesicht seines Vaters getragen und er hätte deswegen die Beherrschung verloren. Selbst wenn das so ist, Rainer, dann wirft man nicht mit einer Axt nach Leuten. Das ist so unverhältnismäßig. Rainer, wirklich, also, da macht sich der IQ wieder bemerkbar. Dann erklärte er, ab nun Englisch zu lernen und enthüllte die seiner Meinung nach wahre Identität von Boneclinks. Außer mir könnt ruhig Regenbogenscharf sagen, ihr braucht nicht Boneclinks sagen, ich weiß genau, wer es ist. Wo auch immer er sich das wieder hergesponnen hat, wirklich. Man hört das doch auch, wie Boneclinks und RWS reden. Das ist doch eins zu eins dieselbe Person. Bei Boneclinks handelte es sich selbstverständlich nicht um das Regenbogenschaf. Später enthüllte Rainer anscheinend eine neue Flamme zu haben und gab zusätzliche Details zum Axtwurf und seinem Liebesleben preis. Oh, am Sonntag habe ich ja ein Date, fällt mir gerade ein. Ich habe absichtlich auf den Boden geschmissen und ich habe absichtlich 3 Meter daneben geschmissen, aber du kennst ja wieder besser als ich. Ach Rainer, wirklich, gib Aru. Selbst wenn es so wäre, dann bist du ein, ja, außer Kontrolle geratener Psychopath. Also wirklich, wenn man sich so wenig im Griff hat mit einer wirklich, das ist ja dann in dem Moment auch eine Waffe, ne? Wenn du den nur gestreift hättest oder so, was da alles hätte passieren können. Ja, Rainer denkt Sachen nicht zu Ende, hat er ja eh noch nie gemacht. Versuch es strafbar. Mit Masken durch die Gegend zu laufen, andere Menschen zu belästigen, zu beleidigen und zu bedrohen, ist auch strafbar. Also fass nicht mal an die eigene Nase, du Spasti. Das ist wirklich. Das ist auch so ein Grund. Warum sollte man mit einem Rainer Winkler diskutieren? Null Selbstreflexion und immer irgendeine dumme Ausrede. Ich hasse ihn. Hab ich da etwa das Gesetz besser im Kopf als du? Liegt vielleicht daran, dass ich fast täglich damit zu tun habe. Wo ist mein Saft? Ich spritze den Saft gleich ins Gesicht. Sieber, du bist doch nur neidisch, weil du zweimal einen Orgasmus hattest in der Zeit, wo ich dich befriedigt habe und ich noch gar nicht.
Einfach weil du es nicht drauf hast. Ich hab's der da gemacht, da war mal gekommen, weil ich so geil bin und ich so geil aussehe und siehst. Was labert dieser dicke Mann aus Emskirchen da für einen Mist? Aus Altschauerwerk. Was zur Hölle labert der Rainer? Guck in den Spiegel. Oh mein Gott, weil ich so geil aussehe. Ja, 10 von 10, auch dieses Gesicht. Ich bin verliebt. Es ist gar nicht gekommen, Alter. Ich bin überhaupt nicht gekommen, Alter. Nee, ganz ehrlich, da ist mir vergangen. Da habe ich nicht mal hochgekriegt, Alter. Da habe ich es dann mit dem Mund machen müssen, weil ich es unbedingt gewollt habe. Gib Aru, Rainer. Alter, auf. Ich hätte von den Typen nie eine mit der Axt getroffen. Leute, ich habe lang genug Kampfsport gemacht und ich habe lang genug irgendwelche Zeiten damit verbracht, mit anderen Menschen zu kämpfen. Und ich habe auch... Leute, ich habe mehr als genug Zeit damit verbracht, mit anderen Menschen zu kämpfen. Was ist das für eine Aussage, Rainer? In Arenen oder wo hast du da lange Zeit verbracht, mit Menschen zu kämpfen? Im illegalen Straßenkampf, Rainer? Erzähl mal. Unter anderem Sachen wie Schwertkampf gemacht und habe ich unter anderem auch Axtwurf gemacht. Dann demonstrierte er mit einer Ansage an Boneclinks seine Englischkenntnisse. Oh, ich liebe das. Leute, macht mal die Augen zu und lasst mal jetzt den Englischlord schön auf euch wirken. Ich liebe das. Boneclinks, you so idiot. You can't not my stream in your stream. What the hell? What's going you on with your face? Have you a brain Schaden? Was heißt ein Schaden auf Englisch? Have you brain busted? Is your brain busted? Danke, Andi, für 1000 Baren! Thank you, man! Thank you for... Was heißt eigentlich 1000 auf Englisch? 1000 heißt das, Rainer. 1000. Sprachenlernen waren für mich noch nie ein Problem. Englisch sogar gar nicht. Wenn man sich so selbst überschätzen kann, in jeder Lage, wirklich, in jeder Lebenssituation, sich so krass selbst zu überschätzen, unglaublich. Unklicks, you idiot! Shut up and go off my stream. Out of my stream. Boneclinks is gay. You. It's a big gay. Yes, man. Oh, nee. Das ist wichtig zu wissen. Boneclinks ist nicht a gay, sondern er ist a big gay. Krokettensilor. Oh, dankeschön. Frosty geil für 2 €. Oh. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich glaube, ich bin auch ein Big Gay. I can't better of you and you. Und wie die Grammatik ist, ist mir scheißegal. Solange man weiß, was ich meine, ist mir das furzegal. Warum ich meine Hater haten und warum nicht, das entscheidest nicht du, sondern ich. Und das entscheidet auch kein anderer Hater, sondern ich. Auch am 28. Mai gab es wieder Gewaltandrohungen im Stream. Drool, ich krieg noch irgendwann raus, wenn du, wer du bist. Und ich würde dir empfehlen, das so weit wie möglich geheim zu halten, weil wenn ja, du Arschloch. Immer diese Androhung, Rainer. Wie war das nochmal mit Pazifisten dort? Und ich muss auch echt sagen, diese Bandanas, die er immer getragen hat damals, wie das immer aussah, Junge. Und du lachst jetzt wahrscheinlich. Ich sag dir, einen Schlag in deine Nerdfresse, die nur die Scheiße den ganzen Tag labert. Und du würdest nie wieder aufstehen. Da brauch ich nicht mehr hart zu schlagen. Du hältst sowieso nichts aus. Du bist wie ein Marshmallow, Alter. Wenn man ein Marshmallow... Sagt der größte Blob, den ich kenne. Englisch Lord, bester Lord. Ist so. Viking, absolut true. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Englisch Lord mit dem Leselord, bester Lord. Wirklich. Ist so. Marshmallow schlägt, ist genau dasselbe wie bei dir. Erbärmlich, jämmerlich und einfach nur sinnlos.
Am 29. Mai äußerte sich Rainer in dem Video Meinung zu Apo Red Tanzverbot, Julian Bam und Ai Blali YouTube über YouTube Drama. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Apo Red hat keine Eier. Und sorry man, you had not eggs. Warum redet Rainer heute nicht mehr Englisch? Ach man, ich brauche mehr. Dafür würde ich Geld bezahlen, kein Witz. Also nicht an Rainer, aber an irgendwelche anderen Leute. You have not ex. Mittlerweile war auch ein Video von Rainer bei der Selbstbefriedigung geleakt worden. Leute, ich hoffe, ihr habt euch das nicht angeguckt. Am 30. Mai erschien Dragon Monday Folge 30, Vlogs auf Drache offiziell. Darin droht Rainer den Hatern, auf die er mit einer Axt geworfen hatte. Er kündigt an, sollten sie nicht kommen und den Rollator abholen, würde er zu ihren Eltern gehen. Ist auch eine legitime Drohung auf jeden Fall. Hätte ich sehr, sehr tolle Angst, dass Rainer Winkler zu meinen Eltern geht. Lieb deine Videos. Und ich liebe dich. Vielen Dank, Sophie, für deine Unterstützung. Wirklich, du musst dir das vorstellen. Diese leere Drohung. Wenn ihr den nicht abholt, dann gehe ich einfach zu euren Eltern. Ja, normal, Digga. Im Stream äußert er sich zum kürzlich geleakten Video. Leute, habt ihr irgendein Problem mit meinen Wix-Videos? Haltet einfach die Fresse, wenn ihr keine Ahnung habt. Ich werde dich mal packen und im japanischen Badezimmer durchnehmen. Dann schauen wir mal, was daraus geworden ist, du Arschloch. Auch da, er wird auf sein japanisches Badezimmer angesprochen, ja? Ganz normale, legitime Frage und dann reagiert er wieder so. Warum? War doch eine ganz normale Frage. Einfach Fresse halten, wenn du keine Ahnung hast, du Spasti. Am 31. Mai erschien das Video Mein bisheriger Weg auf YouTube, in dem Rainer über die Geschehnisse der letzten Jahre spricht. Er behauptet, er würde Menschen, die sich über Rollstuhlfahrer lustig machen, gerne die Beine brechen, damit sie auch für eine gewisse Zeit auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Im Stream erzählte Rainer darüber nachzudenken, sich Dreadlocks machen zu lassen. Hallo, das ist kulturelle Aneignung. Am 1. Juni 2016 lud Rainer ein Video hoch, das ihn bei der Gartenarbeit zeigt. Am 3. Juni zeigte Rainer in einem Vlog, wie er Kresse pflanzt. Auch erschien das Video Ich lerne Englisch, I learn English, in dem Rainer ankündigt, ab nun Englisch zu lernen. I learn. Ich habe die Sirene schon vermisst. Ich habe mich schon gefragt, warum noch keine kam. Ach, jetzt kommt wieder der Englischlord. Bitte genieß das nochmal. How to English? Today? Glaube ich. Heißt Internet eigentlich auf Englisch wirklich Internet? And Bond clicks, you asshole. I fuck you. Hä, ich denke, Bond clicks ist der Big Gay. Warum fuckst du ihn dann? Das ist sass. An diesem Tag versuchten Hater auch, die Kontrolle über Rainers Amazon-Account zu erlangen, wodurch sein Passwort zurückgesetzt wurde. Am 4. Juni lauerte Rainer nachts einem vorbeifahrenden Auto auf und schlug mit einem Holzstock darauf ein. Wir lesen mal ganz kurz. Aufgelauert und zugeschlagen. Emskirchen, ein 26-Jähriger, hat am Samstagabend gegen 22.50 Uhr im Altschauerberg hinter einer Hecke einem vorbeifahrenden Auto aufgelauert. So der Polizeibericht. Als das Fahrzeug an ihm vorbeifuhr, schlug er mit einem Holzstock die Beifahrerscheibe ein. Anschließend verfolgte er den Wagen zu Fuß. Wenn Rainer irgendwas zu Fuß verfolgt, das muss ich mir immer bildlich vorstellen. Und schlug noch weitere Male auf dessen Karosserie ein. Der 22-jährige Beifahrer im Fahrzeug zog sich durch die Glassplitter Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus in Neustadt eingeliefert werden. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 300 Euro belaufen, so der Polizeibericht. Die Polizei Neustadt ermittelt jetzt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzungen sowie Sachbeschädigung. Ich verstehe gar nicht, warum Rainer eigentlich immer verurteilt wird. Das ist doch wirklich ein netter, lieber Mann. Hat er gar nichts gemacht. Wirklich. Also, die positive Sozialprognose ist auch einfach zu 100% berechtigt. Fällt einem nichts mehr ein. Dabei zertrümmerte er die Beifahrerscheibe, wobei der Beifahrer verletzt wurde und ins Krankenhaus. LG aus München.
LG zurück. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Eingeliefert werden musste. Rainer würde sich für diese Tat vor Gericht verantworten müssen. Am 5. Juni erklärte Rainer den Vorfall aus seiner Sicht in dem Video Meinung, Polizei und deutsches Recht ist für Mobbing. Laut ihm hatten die Hater versucht, ihn mit dem Auto anzufahren und er hatte sich nur verteidigt. Wird bestimmt genauso gewesen sein. Wenn Rainer was sagt, das wird schon stimmen. Ich bereue nicht, dass ich die Scheibe des Autos eingeschlagen habe. Was ich bereue, muss ich auch im Endeffekt sagen, ist die Tatsache, dass der eine im Nachhinein hier oder hier, ich weiß nicht, auf irgendeiner Seite halt, dann durch die Scheibe, also nicht durch den Stab, sondern durch die Scheibe quasi einen Schaden erlitten hat. Anschließend verglich er das Mobbing der Hater mit der Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus. Kannst du dir nicht ausdenken? Ist 1:1 dasselbe, Rainer, wirklich? Ich würde sogar so weit gehen, deinen Fall noch als schlimmer zu bezeichnen. Wirklich, wie man so hirnverbrannt sein kann. Hitler ist das beste Beispiel dafür. Ihn hat das Leid anderer Menschen kalt gelassen. Und weil ich das Leid von anderen verursacht und hat seinen ganzen Hass, seine ganze Aggression auf eine einzige Gruppe geschoben. Und zwar auf die Juden. Jetzt sind es nicht mehr die Juden, jetzt bin's ich. Das, echt, nee, wirklich nicht. Wie man so einen Müll labern kann. Und dann verteidigt er doch diese Aussage, das darf er auch nicht vergessen. Er wurde ja auch unter anderem für so eine Aussage von vielen Leuten absolut zu Recht kritisiert. Und er hat das ja dann auch noch verteidigt, ne? Ja, ich meinte ja nicht die Gruppierung an sich, ich meinte nur so die Situation. So immer dieses Rechtfertigen und dieses Zurechtrücken von irgendwelchen Aussagen. Mann, das ist eine Aussage, die kann man einfach nicht bringen, Rainer. Wirklich, sei einfach ruhig, Mann. Jeder Hater, jeder, der mich hatet, jeder, der mich verarscht, jeder, der auf diese ganze Scheiße aufspringt, ist nicht besser als ein Nazi, ist nicht besser als ein Terrorist. Das habe ich euch schon mal gesagt und das sage ich nochmal. Daraufhin stellte er in einem Video ein selbstkreiertes Sandwich-Rezept vor. Am 6. Juni hatte Rainer im Stream eine heisere Stimme und machte dafür die Hater verantwortlich. Am 8. Juni zeigt er sich im Stream unbeeindruckt angesichts eventueller rechtlicher Konsequenzen. Ach Leute, labert keine Scheiße, ich lande in dem Knast. Wenn überhaupt noch in einem Knast landet, sind sie ja die Kasper. Dann arbeitete Rainer daran, seine Englischkenntnisse zu verbessern. I speak this time English, I will. We I will, glaube ich. Yeah, we I will ist richtig. Genau, Rainer. Let's go. Wie heißt das, ne? Ich laber so lange Englisch, wie es mir passt. And you shut up. When I will speak the rest of my time, English speak, then I make English. Then I speak English the rest of the time. And you not watching my stream, when you not make my stream. Shut up and go away. You idiot. Guys, not more English halt. Leute, when you not make my stream, then you go off my stream. You can not stream my stream in your stream. Please, if you don't make my stream, go away. Halt. Fränkisches Deutsch. Guys, not my English to this time. Go away, gone back to Bonclicks, and fuck your ass, and your mother, from rest of the world. Am 9. Juni erschien das Video Drache, die Wahrheit über mein ADS und mein Denken. Wie funktioniert mein Verstand? Ich würde jetzt pauschal sagen, gar nicht. Darin äußerte er sich wieder einmal über das Regenbogenschaf. Ah ja, und imagine, du bist britisch und siehst das. Das stell mir auch lustig vor. Es war um den guten Regenbogenschaf. Er ist eigentlich das perfekte Beispiel für einen Menschen, der definitiv Suizide hat. Oder ja, genau. Okay, danke, Rainer. Defizite sind es, glaube ich. Entschuldigung. Nee, Suizid ist richtig, genau.
Ich finde, manche Menschen, manche Hater sollten sich definitiv in Therapie begeben. Regenbogenscharf ist definitiv jemand, der hat narzisstische und soziopathische Neigungen. Rainer? Beschreibst du dich wieder selber oder was ist los? Psychologie ist eine sehr interessante Sache. Kann es sein, dass ich das jetzt mit der Physiologie verwechsel? Viele von euch lachen immer über mich. Du bist voll dumm, du bist voll dumm. Tatsächlich glaube ich nicht, dass ich dumm bin. Ich glaube tatsächlich, dass ich verhältnismäßig sogar schlau bin. Ja, das kannst du auch gern glauben, Rainer. Stimmt halt nur nicht. Für mich ist es nur wirklich so, dass ich einfach andere Lösungen für Probleme finde als wie ihr. Oder als wie viele andere. Rainer, wenn du solche Sachen sagst wie als wie, da braucht man gar nicht weiter über deine Intelligenz zu reden, Rainer. Das ist schön, dass du andere Lösungen für irgendwelche Probleme findest. Ja, aber das hat halt nichts mit Intelligenz zu tun. Höchstens was mit, weiß ich nicht, Einfallsreichtum oder so, keine Ahnung. Komm weiter. Zum Beispiel, das beste Beispiel ist wieder die Haut. Die Haut ist für mich kein Organ, weil ein Organ für mich nicht zwanghaft lebensnotwendig sein muss. Am 10. Juni rief ein Unbekannter mit Flyern zu einem Sommerfest in Altschauerberg auf. Letztendlich sollte jedoch niemand der Aufforderung folgen. Am 11. Juni tanzte Rainer im Stream wieder einmal Industrial. Am 12. Juni tanzte er für Likes of YouNow und kam dabei ziemlich ins Schnaufen. Am 13. Juni erschien das Video Dragon Monday Folge 32, das war's, ich lösche mich auf YouTube. Ah, mal wieder wird die Karriere beendet, um sie dann weiterzuführen, sehr schön. Darin erklärt er, alle seine Kanäle bis auf Drache offiziell und Drachen LP zu löschen, da ihm die anderen Kanäle zu viel Arbeit seien. Die nächsten Tage erschienen dann hauptsächlich Let's Plays. Am 16. Juni lud Rainer das Video Drache, das ist mein Leben, Christina Grimmy, Webvideopreis hoch. Darin redet er darüber, mit seinen Videos die Leute zum Lachen bringen zu wollen. Also, wir wollen fair bleiben. Du bringst mich schon zum Lachen. Nicht so, wie er das möchte, aber er bringt mich schon zum Lachen. Ich möchte nicht größer werden. Ich möchte nicht populärer werden. Auf der anderen Seite möchte ich aber größer werden, weil ich damit mehr Menschen erreiche, die dann darüber lachen können, die Spaß haben, denen es vielleicht im Leben nicht so gut geht, die aber dann durch meine Videos fröhlicher werden können oder halt mehr Spaß haben im Leben. Und Rainer. Also erstmal 10 von 10 wieder sich im eigenen Satz gleich wieder selbst zu widersprechen. Wirklich sehr gut. Ich will nicht größer werden. Aber ich will schon größer werden, damit ich mehr Leute erreiche. Erstmal das. Und zweitens, Rainer, wen unterhältst du denn damit? Also, natürlich, wir lachen jetzt hier und sind unterhalten davon, was du für einen Müll laberst. Aber das, was du gern möchtest, nämlich, dass die Leute mit dir lachen oder wirklich, weiß ich nicht, sich gerne dein Zeug angucken, weil es interessant, spannend oder sonst irgendwas ist, Rainer. Das, nein, das wird halt nie passieren, sorry. Das heißt nur, wenn sie einem kleinen, dummen Idioten zuschauen können, wie er sein Leben versemmelt. Auch behauptet er, über 1500 Poster zu haben, die niemand kaufen will. Dann geht er auf den Fall der Sängerin Christina Grimmy ein, die während einer Autogrammstunde erschossen worden war. Rainer behauptet Angst zu haben, dass ihn ein Hater mit einem Messer oder einer anderen tödlichen Waffe attackieren könnte. Dann redet er über seinen Kampf gegen die Hater und seine Vorbildwirkung. Viele gegen einen ist immer so eine Aussage, was jeder kann. Doch einer gegen alle ist etwas, was nur wenige können. Ich stehe alleine gegen alle und alle stehen zusammen gegen mich. Die Frage ist, wer ist der Mutigere? Ich, der alles riskiere. Ich riskiere mein Leben. Ich riskiere, also nicht im Sinne von ich riskiere mein Leben, dass ich morgen umfall, sondern ich riskiere mein Leben im Sinne von mein Haus, meine Umgebung, alles. Meine Freunde, meine Familie, meine Verwandten, meine Nachbarn, alles. Ich riskiere meine... Welche Freunde? Welche Familie? Das sind die Frage, die ich mir stelle. Und diese Aussage, wer ist mutiger? Rainer, ich würde mir die Frage stellen, wer ist denn intelligenter? Wer ist denn schlauer in dem Moment? Der Typ, der sein Leben immer weiter gegen die Wand fährt, und
das online teilt oder die Leute, die dich als, ja, weiß ich nicht, RTL-Ersatz sehen und ja, sich an deinem Leben belustigen. Rainer, ich habe so eine wilde Vermutung. Wenn viele Leute dich nicht mögen, ist jetzt nur so eine Vermutung. Könnte das an dir liegen? Nee, kann nicht sein. Die ganze soziale Existenz, um meine Videos zu machen, um das zu machen, was ich machen möchte. Mir ist klar, dass ich für Jugendliche oder für viele Jugendliche ein Vorbild bin. Ich persönlich habe immer gesagt, nehmt euch mich nicht als Vorbild, speziell weil ich solche Aktionen abziehe. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass Sex für mich definitiv kein Tabu ist. Weder das Schreiben noch Ähnliches. In den Kommentaren wurde Rainer vorgeworfen, den Tod von Christina Grimmie zu instrumentalisieren. Am 18. Juni war das Regenbogenschaf zu Gast in einem Stream von Boneclinks, stellte aber klar, nicht aktiv ins Game zurückzukommen. Am 19. Juni erschien das Video Hashtag FuckDracheKlicks und ich denke an die Zukunft, in dem Rainer auch über seine Karriere auf YouTube und die Aktionen der Hater redet. Ich stand schon öfter vorm Aus, als ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Allerdings habe ich mittlerweile einen Punkt in meinem Leben überschritten, an dem ich mir einfach nur noch sage, es kann nicht noch schlimmer werden, außer Kopf ab, Rübe ab. Aber ehrlich gesagt, ich bin ein Mensch, ich habe nicht wirklich viel zu verlieren. Speziell jetzt nicht mehr. Also kann ich genauso gut meinen Traum verwirklichen. Außerdem war ich schon immer jemand, der seinen Dickkopf durchsetzt. Sein Dickkopf durchsetzt, Rainer. Du bist jemand, du laberst immer wieder denselben Müll und checkst nicht, dass du wieder und wieder und wieder dieselbe Kacke erzählst. Seit, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Jahren erzählst du immer wieder dasselbe. Immer wieder. Die Hater sind an allem schuld. Du bist das arme Opfer. Du kannst nichts dafür. Alle mobben dich. Rainer, wirklich, nur weil du die Schallplatte immer und immer wieder wiederholst, nur weil ich dick bin und weil ich vielleicht der Kaschmiller bin für euch. Bist du dick? Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Am 21. Juni präsentierte Rainer seine neu von EMP bestellte Kleidung. Lieber mit Odin in Valhalla trinken und hinten steht drauf, als mit Jesus im Himmel weinen. Ja, und der wird jetzt erstmal die nächsten 7 Jahre durchweg getragen. Let's go. Finde ich sau cool, das Shirt. Und es ist ein bisschen witzig und passt zu meiner Gesinnung, sag ich jetzt mal. Rainer hatte für seinen Axtwurf keine Konsequenzen zu spüren bekommen und wähnte sich im Recht. Dementsprechend ging er kurz darauf noch brutaler gegen die Hater vor und kam somit auch in Konflikt mit dem Gesetz. Da er sich jedoch nach wie vor keiner Schuld bewusst war, waren weitere Entgleisungen praktisch unvermeidbar. Ja, was soll man dazu sagen? Wirklich utopisch, wenn man darüber nachdenkt, dass er für den Axtwurf nicht belangt wurde. Ich meine, klar, das hat dann dazu geführt, dass er noch aggressiver vorgegangen ist, wie der Einzige gerade gesagt hat. Und das wurde er dann belangt. Aber trotzdem, also wirklich, wenn der mit einer Axt auch nur in die Nähe von mir werfen würde, würde ich instant die Polizisten auf ihn hetzen. Wirklich, das kann nicht wahr sein. Naja, gut, Leute. Was soll ich sagen? Sehr, sehr nice ist wieder vom Einzigen. Sehr geil. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Ja, der Einzige ist und bleibt wirklich, ja, der Einzige, würde ich sagen, ne? So. Wir schauen als nächstes die Mems vom Rainer Winkler, hätte ich gesagt, gehabt, oder? Was sagt ihr? Ich trinke mal ganz kurz ein Schlückchen. Wir sollten Rainer für all das mit danken. Naja, danken ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Das kann man halt auch nicht leugnen, ne? Das stimmt. Na gut, wir gehen rein. Das nächste Video hätte ich gesagt gehabt. Metal, meine Freunde, und herzlich willkommen jetzt zu unserem Video bei Wingewung. Rainer Winklers neuer Job. Oder auch, ja, die besten Memes vom Drachenlord. Ich glaube, Episode 10 ist das jetzt.
Ja, keine Ahnung, warum er die nicht mehr so genannt hat, aber ist irgendwie ein bisschen komisch, aber ist halt so. Naja, wenn ich meine Eltern frage, ob ich im Keller schlafen darf, wer fragt das denn? Ich habe nie gesagt, dass ich umziehe. Ich sagte, dass ich mein Haus verkaufe und ausziehe. Ich habe nie gesagt, dass ich umziehe. Ja, dann schlafe ich halt im Keller. Dann bin ich doch quasi auch ausgezogen. Meme-Container. Das da ist eine Nagelschere, ihr Vollidioten. Hä? Ihr seid echt geil! Ihr seid echt geil! Jeder von euch! When the eagle cries. When the eagle cries. Das bedeutet, wenn der Adler kreist, nicht wenn der Igel kreist. Habt ihr gehört, Leute? Merkt euch das endlich. Leider ist es bei Meme-Container immer wieder so. Die Clips sind so verdammt unterschiedlich laut. Ich versuche das hier immer noch ein bisschen nachzuregeln, aber es ist wirklich anstrengend. Eagles ist das englische Wort für Adler. Cry. Es wird nicht cry geschrieben, sondern cry. Mit S und I. Cry wird ja C-R-A geschrieben. Es wird aber anders geschrieben. Es wird cries. C-R-I-E-S, glaube ich, geschrieben. Bin mir nicht sicher. Ja, kommst du mich nicht mal nah genug ran, um Seife nur in meine Nähe zu bringen? Es ist ganz wichtig, dass ich das hab, weil... Ich muss mir das nochmal genau anschauen. Ey, fühle ich zu 100%. Leute, sagt mal. Wart ihr das damals auch, wenn es hieß, ihr müsst irgendeine Präsentation oder einen Vortrag halten, dann müsst ihr vorgehen und dann steht ihr vor der Klasse und dann, weiß ich nicht, bringt euch eure dummen Freunde noch irgendwie zum Lachen und ihr wolltet eigentlich nur auf diesen Vortrag konzentrieren, das hinter euch bringen. Ah ja, das fühle ich zu 100%. Genau, ich muss jetzt nochmal genau anschauen, nicht, dass ich da was Falsches reinkipp. Das ist auf meiner Liste, aber auf jeden Fall das Richtige. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das das Richtige ist. Das ist klar, wenn du dein ganzes Leben lang woanders lebst. Hat er überhaupt noch Verwandtschaft in Deutschland, also in Österreich? Österreicher, ja. Ey, Alter, wirklich. Ist das lecker, Leute. Sag mal, hat er einfach vergessen, dass er streamt oder was ist da los? Sie lebt zwar nicht mehr, aber der hat so auch noch ein paar Verwandte hier. Der ist doch... Junge, der ist aber hart am Goldgraben gewesen. Was denn da los? Weil Artenschutz und vor allem Tierschutz und so weiter ist echt wichtig. Und ich bin ja auch beim WWF, ich bin ja auch Mitglied beim WWF. Sage ich normalerweise nicht, weil ich will dafür nichts oder sonst was, oder ich will dafür keine Anerkennung oder sonst was. Nein, Rainer, natürlich nicht. Deswegen sagst du das, während du mit einer Mulle im Zoo irgendwo rumläufst, natürlich. Und machst noch schnell ein Video. Ja, ich bin mit WWF, aber ich will dafür nichts, ich will keine Anerkennung oder so. Aber wenn ihr das krass findet, ne, könnt ihr gerne mal schreiben, dass ich cool bin, oder? So ein ekliger Mann. Dummheit liegt im Auge des Betrachters. Ich zum Beispiel denke, dass du dumm bist, weil du hier zuschaust und das eigentlich dir anscheinend nicht gefällt. Kurzum, ich halte dich für dumm, während du mich für dumm hältst. Verdammt, jetzt hat mich meine Freundin verlassen. Mist. Was ist denn nur los bei ihm? Hör auf mich, geh in die Schule, geh, such den Job, lern was Gescheites, oder du siehst irgendwann schlimmer aus, als ich jetzt tue. Da hat er wirklich mal die Wahrheit gesagt, ne? Das muss man ihm auch mal lassen. Drachenlord hat den flotten Otto. Oh Mann, ey. Magen-Darm gewesen. Ich traue mich gar nicht ins Bett zu gehen, liege nur auf der Couch, weil ich Schiss habe, wenn ich mal pupse, dass es eine riesen Sauerei gibt.
wenn du die ganze Zeit aufs Klo und musst kotzen und alles. Ich. Ist das köstlich, Rainer? Erzähl mir mehr. Ich mache mir heute eigene Chips. Allerdings nicht aus Kartoffeln, das wäre langweilig. Ich mache mir heute Kartoffelchips. Aber die Organe selbst, Organe übrigens, mal abgesehen davon, Organe sind das, was du innerhalb deines Körpers hast. Augen zählen als Organe, aber Ohren zum Beispiel, Haut, das zählt doch nicht als Organ. Haut ist ein Organ. Doch. Aber, doch. Haut ist ein Organ. Du kannst Haut transplantieren, aber Organe sind etwas, was innerhalb des Körpers ist. Hier, der erste Satz, die Haut ist funktionell, ja, das vielseitigste Organ. Die Haut ist ein Organ, Drache. Wisst ihr was? Ich hab dir den Wikilink verlinkt. Gehabt, hab ich ja, aber es ist, es stimmt doch. Die Haut ist ein Organ. Er ist schon weg. Toll. Die ewige Diskussion mit der Haut, ne? Der wird das heute auch noch leugnen, hundertprozentig. Als ob der irgendwas einsieht. Dann kommen so Leute wie du, die nach ihrer 6 bis 8 Stunden, vielleicht mal 12 Stunden, wenn du wirklich viel arbeitest, dann nach Hause kommen, vielleicht Frauchen oder Mamichen schon irgendwie was zu futtern gemacht hat, was ich nämlich nebenbei bemerkt auch noch selber machen muss, weil ich kein Frauchen habe. Oh nein, du musst dein Fertigfraß noch warm machen in der Mikrowelle oder dir den Ofenkäse noch im Ofen warm machen. Armer Rainer. Ja, kann sich dann zu Hause auf die Couch pflacken, einen Film gucken oder mit Frauchen sonst was machen oder auch mit den Kiddies vielleicht ein bisschen spielen. Und in der Zeit sitze ich schon am nächsten Projekt. Hey, wo gehst du hin? Zu meinem Job. Du hast einen Job? Natürlich. Ich bin doch kein fauler, verantwortungsloser Versager, der den ganzen Tag im Bett liegt. Sag mal, wo bekomme ich denn einen von diesen Jobs? Oh, die gibt's überall. Hey, danke. Ich werde mir jetzt gleich einen suchen, damit ich endlich aufhöre, meine Freunde auszunutzen, die es schwer genug mit mir haben. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist schon sehr nice gemacht. Schon sehr, sehr nice gemacht. Wo ich darauf aufmerksam mache, dass ich durchaus noch Sponsoren suche für verschiedene Projekte. Unter anderem auch für das Projekt Haus oder Wohnung. Mein Wortschatz ist wahrscheinlich 10-mal so groß wie der von euch Hatern. Ich kann gerne noch ein bisschen beweisen in den nächsten Tagen oder Wochen, dass ich einen ziemlich guten Wortschatz habe. Und umso länger ihr mich damit nervt, dass es Emoji heißt, sag ich Imogen. Einfach aus Prinzip. Alter Falter! Was für eine Schönheit. Junge. Wirklich, wenn ich irgendwann Kanalmitgliedschaften anbiete, dann wird das hier mein erstes Emote werden. Wirklich wunderschön. Es geht denn ums Trinken. Weißt du, wann ich das letzte Mal trinken war? Das ist auch etwa 6 Jahre her. Du hast doch gestern Abend gesoffen, hast du gemeint? Gestern Abend, ja. Also, wäre einer von euch noch bei einer Runde Killing Floor dabei? Das war jetzt wieder lächerlich. Sich so gut verhalten. Und dann am Schluss so ein Kindergarten. Ich bin wieder da. Jo. Also. Rainer, ich meine, klar, das war halt extra, um dich zu provozieren, ne? Keine Frage. Aber du hast Leute, mit denen du, ich glaube, Phasmophobia ist das, spielen kannst. Und ja, zockst da ein bisschen rum, hast Spaß, alles cool. Rainer, warum gehst du denn da wieder sofort an die Decke? Nimm's doch einfach mit Humor. Sag doch, ich hab's doch nicht installiert, aber vielleicht hol ich's mir noch oder so. Keine Ahnung. Irgendwas, irgendwie was, wo du dich mal so ein bisschen besser darstellen kannst. Dann gleich wieder rumheulen. Also wirklich, naja, Rainer halt wirklich so ein Riesenbaby. Es ist unglaublich. Das war jetzt echt lächerlich. So, Killing Floor. Ja, Wahnsinn. Das war jetzt echt lächerlich. Ja, und es war dafür da, um dich zu triggern. Und, oh, der Tanz, wer tanzt? Wer hätte das gedacht? Mich erwischt. Ihr seid Sturmtruppen! Drachen lost jetzt Feuerbändiger. Wie das aussieht. In meinem Audi Balladi. Wikingerlord, das heißt Drachenlord, du Pfosten, Alter. Aber weiß dem Drachenriss. Du, mein Leben war schon immer eine Einbahnstraße.
Ich gebe, bekomme aber nichts. Wo ist dein... Alter, das macht mich so mad, wenn ich sowas höre, ne? Gaming-Stuhl. Tja, der ist im Sack. Der steht in der Küche, der ist kaputt. Ich war gestern drauf gesessen, lehne mich nach hinten. Ich bin der Meinung, hätte man Amerika bis heute nie entdeckt, dann wären die Indianer da heute Elfen. Legitime Aussage. Transsexuelle Menschen finde ich auch ziemlich interessant. Ah, Jeffrey Dahmer, ah ja. Die Serie habe ich sogar geguckt. Fand ich auch gar nicht mehr so krass gut. Aber die Synchronisation war auch immer sehr lustig. Wie lange machst du noch Mass Pace? Was? Oh, krass, was läuft da? Alter, und dieser Schatten. Wenn rein auf irgendwas reagiert, wirklich. Es ist so unangenehm. Boah, was läuft da? Boah, dieser Schatten. Voll brutal, Junge. Boah. Diese Grafik, Alter. Was zur Hölle? Diese Grafik, Alter. Wirklich, es ist so ein Dorf-Juli. Was? Er kann ein Wild zählen. Was? Er kann ein Wildpferd zähmen. What the hell? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Der kann klettern, das kann ich schon seit 10 Jahren nicht mehr. What the hell? The Legend of Zelda, das Masterschwert, Bride of the Wind. Nee, wirklich, es ist auch einer meiner Lieblingsclips. Bride of the Wind, mit einer Überzeugung sagt er das, unglaublich, oder? Bride of the Wind, meine Freunde. In diesem Sinne, vielen Dank, Mean Container, für das sehr, sehr geile Video. Jungs, habt ihr Bock auf Bride of the Wind? Ich auf jeden Fall. Ey Leute, Bride of the Wind 2 kommt bald raus. Tears of Kingdom. Habe ich tatsächlich sehr viel Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Aber das nur nebenbei. Wow. Es ist ja sensationell. Ah, geil. So, voll übel, ey. Ja, das hat auch noch gefehlt, ne? Wie ein Grundschüler. Ja, ist so. So, Leute, wir gehen weiter zum nächsten Video. Wir schauen, wir machen die Lügen-Compilation, komm. Wir machen die Lügen-Compilation 4 von, ist das Rehacked? Ja, das ist doch Rehacked, der Gute, genau. Okay, dann gehen wir rein. Metal, liebe Freunde, und willkommen zur Lügen-Compilation 4 von guten Rehacked. Hackt. Auch hier wieder eine ganz klare Empfehlung für den Boy. Schaut auf jeden Fall mal bei dem vorbei. Der macht wirklich richtig, richtig nice Videos. Ohne große Umschweife, wir gehen rein. Let's go. Ich sei arrogant? Verstehe ich nicht. Ich verstehe schon, was es heißt, aber ich verstehe nicht, was es soll, diese Aussage. Hä? Warum? Ich habe doch nie irgendwas gemacht, dass ich arrogant bin. Knie du! Du sagst nicht zu einem Gott, er soll knien. Dein Universum dreht sich um mich. Folglich bin ich dein Gott. Und ich hab's dir gerade genannt. Überlegt mal. Überlegt das nur mal. Ihr würdet euch selbst als Gott bezeichnen. Wie kaputt musst du sein? Moment, in dem ich dich gefangen hab, ich hab Scheiße. Rainer, du bist immer noch kein Gott. Ich werde immer noch ein Gott sein, wenn du noch nie einer warst. Und such dir einen Job, du arbeitslose Hurensohn. Wo hast du dein letztes Teil her? Hab ich in meinem Video extra gesagt, wo ich das her hab. Man nennt es Kaufen. Jemanden mit dir vermutlich unbekannt, aber man nennt es Kaufen. Wieso beleidigst du mich? Wo genau habe ich dich beleidigt? Man könnte auch sagen, dass ich mich beleidigt fühlen könnte, dadurch, dass du meine Videos nicht schaust, hier jetzt im Stream dabei bist, aber mir jetzt auf die Nerven gehst oder mir jetzt irgendwie auf den Sack gehst, weil du nicht in der Lage bist, das Video zu schauen, in dem ich das lang und breit erklärt habe.
Hast du alle Folgen von Game of Thrones gesehen, Drache? Von was habe ich das gesehen? Von Game of Thrones, ob du da alle Folgen gesehen hast, die bis jetzt draußen sind. Ah, danke, dass ich dich jetzt auch gleich bannen kann für das Vorhin. Also wirklich, so lost kann kein Mensch sein, oder? Er fragt ihn einfach nur ganz normal, ob er eine Serie geguckt hat, ja? By the way, Game of Thrones habe ich geguckt, erste Staffel, hatte ich irgendwie keinen Bock mehr, keine Ahnung, habe ich nicht gefühlt. Aber jetzt mal, unabhängig davon. Ganz normale Frage, Rainer Winkler. Ah, chillig, jetzt kann ich dich auch bannen, danke dafür. Wirklich. From the server. Wenn du Pizza nicht richtig schreiben kannst, kann ich dich auch bannen, oder? Okay, also würdest du behaupten, dass es genauso viele Männer gibt, die auf dicke und hässliche Frauen stehen, als wie Männer, die auf normale Frauen stehen? Wirklich, diese Diskussion ist so verdammt unterhaltsam. Mit diesen Angebot und Nachfrage und Rainer checkt nichts. Das ist wirklich, gönnt euch das, es ist so geil. Behaupte, dass viele Menschen auf unterschiedliche Typen stehen. Ja, das meinte ich damit. Lass mich mal ausreden, verflucht! Die ganze Zeit laberst du. Rainer, halt einfach deinen Mund, Junge. Wie oft lässt du Leute nicht ausreden? Fällt dir ins Wort oder die Leute bitten dich nicht darum? Lass mich kurz noch meinen Gedanken zu Ende bringen. Ja, aber ich bin Rainer Winkler, ich rede jetzt erstmal. Also sei einfach ruhig. Und die ganze Zeit kommt nur Blödsinn raus. Okay, wenn du meinst, dass das der Grund ist, dann ist es okay. Ich bin 35. 35, das Ende ist ich und sagst so eine verkorkste Meinung, na gut. Okay, aber ich finde es... Aber es hat mit dir gemeint, wenn man älter ist. Okay. Ich finde es trotzdem gerade ein bisschen ungerecht, dass nur weil ich nicht deiner Meinung bin, dass du sagst, das ist eine verkorkste Meinung, aber ist egal. Ich sage... Sagen, dann ist verkorkst. Das ist ja, nee, weil meine ist die... Nur weil ich dick bin! Nee, und weil ich gleich der Kaschmüller bin für euch! Der Standard so ist, wie er es sagt. Und ich sage, der Standard ist so, wie es für jeden Menschen individuell ist. Nein, ich habe einfach über Angebot und Nachfrage geredet. Da die Masse der Menschen, also der Großteil der Menschen, auf eher normale Proportionen steht... Kannst du mich vielleicht einfach mal ausreden lassen? Nein, weil mich interessieren würde, wie du überhaupt auf diese Sache legt allein diese Aussage auf. Okay, aber ich lasse dich doch auch ausreden. Ich bezeichne weder deine Meinung als verkorkst, noch unterbreche ich dich die ganze Zeit. Dann lass mich doch auch bitte ausreden. Cool, wenn wir uns darauf einigen können. So, also es ist einfach so, dass die Masse oder die Mehrheit der Menschen auf normale Proportionen steht. Was ist normal? Sag nicht normal. Wenn du mich... Rainer, du bist nicht normal. Das kann ja wer dazu sagen. Lässt die Leute wieder nicht ausreden und ja, fällt sie ins Wort. Und was würdest du jetzt sagen? Oh, habt ihr keine Erziehung genossen? Habt ihr alle in der Höhle gelebt? Spielt ihr eigentlich einer Killing Floor? Aber ist noch nicht fertig. Du kannst mich nicht ausreden lassen, deswegen beende ich das Gespräch jetzt für mich. Also egal, Alter, aber was ist normal? Genau das ist das, was mich so aufregt, Alter. Was ist denn normal? Für jeden ist was anderes normal. Und da wären wir wieder beim Standard. Genau, das ist so aufregend, Alter. Das Thema ist beendet, weil so eine gewisse Gesprächskultur ist ja nicht schon ganz gut. Was keinen Sinn hat, Alter. Gar nichts gegen dich. Das Thema ist für mich jetzt echt beendet, weil ich hasse es, wenn man unterbrochen wird und wenn Meinungen hier als verkorkst bezeichnet werden. Weiß ich gut, finde ich nicht so gut. Ganz ehrlich, ich krieg die Krätze, wenn ich sowas nur höre, Alter. Normal, normal. Für jeden ist was anderes normal. Und das ist das, was ich meine mit Standardschwachsinn. Für mich existiert kein Standard, weil das total lächerlicher Scheiß ist. Okay, aber trotzdem habe ich dann scheinbar eine andere Meinung als du. Und ich finde, andere Meinung kann man auch akzeptieren. Muss dann nicht die Meinung abwerten und vor allem nicht ständig Leute unterbrechen. Das ist meine Meinung. Das kann man auch machen, wenn man ein Gehirn hat und mit Leuten ordentlich interagieren kann und kein Rainer Winkler ist. Dann kann man das machen. Das ist in Ordnung, wenn du es besser weißt, kannst du das, was ich alles von mir aus sage. Nein, aber es gibt halt wirklich das betriebswirtschaftliche Prinzip von Angebot oder eher volkswirtschaftliche Prinzip von Angebot und Nachfrage. Ja, das zeigt mich dumm, wie Menschen. Okay, du regst mich, du unterbrichst mich schon wieder. Ist egal jetzt. Für mich beendet. Ja, wenn du dich ausreden lassen kannst, dann ist es okay, aber dann erwarte auch keine vernünftige Diskussion. Vernünftige Diskussion, wir sind schon lange aus einer vernünftigen Diskussion raus, und was es mich betrifft. Ja, aber wenn du die ganze Zeit ergibt. Nein, weil es keinen Sinn ergibt, dieser ganze Scheiß, ey. Okay, dann lass uns das beenden. Ich bin, glaube ich, nicht in der Lage, dir das Prinzip von Angebot und Nachfrage zu erklären. Ist vielleicht auch meine Schuld. Das ist das Problem. Okay, weil weil du das anwenden kannst auf alle Menschen. Kann man denn nicht. Wenn du das so siehst, ist das okay. Ich weiß, was ihr meint, und ich weiß, was ihr denkt dazu, aber ich finde, das ist Schwachsinn. Okay. Dann ist das wieder deine eigene Meinung, ist egal. Das ist auch genau der Grund, warum ich immer alle als überheblich und was weiß ich alles darstelle, weil man keiner versteht, was ich meine. Das regt mich tierisch auf.
Genau, Rainer. Deswegen sehen dich die Leute als arrogant und überheblich an. Weil, ja, genau, Rainer, let's go. Nicht, weil du so redest, wie du mit deinen Gesprächspartnern redest, den Leuten dauernd ins Wort fällst, immer deine Meinung über andere Meinungen stellst und die Meinung anderer Leute überhaupt nicht akzeptieren kannst. Nein, Rainer, das hat damit gar nichts zu tun. Auf, naja, aber ganz kurz, überheblich weiß ich jetzt nicht, aber ich finde es halt schon überheblich, wenn man andere Meinungen halt herabstellt, weil man sagt, seine Meinung ist die einzige, die genau das tue ich dann, doch hast du das schon gesagt. Genau das meine ich, Alter, genau das verfickt nochmal meine ich. Genau das tue ich. Und wenn man sich in die Enge gedrängt fühlt, dann wird man laut, weil man keine Argumente mehr hat. Ja, let's go, Rainer. Tue ich nicht. Das, was ich versuche, euch klarzumachen, ist, dass es keine eigene Meinung in dem Sinne gibt. Weder meine noch deine. Okay, ich versuche das so darzustellen, dass jeder so das anders sieht. Das ist das, was ich die ganze Zeit mache. Das ist das, was mich so aufregt schon wieder. Okay, du hast ja gesagt, meine Meinung ist verkorkst. Ich finde, dass sie verkorkst ist. Das ist meine Meinung. Genau. Das hat aber nichts damit zu tun. Wertest du ja meine Meinung ab? Das ist keine Meinung. Ich werte überhaupt nichts ab. Ich sage lediglich, dass ich das halt okay finde, dass du das auch, dass du ein Prinzip versuchst, auf alle Menschen anzuwenden, auf fast alle anzuwenden. Oh. Das gibt ja halt auch in der Welt. Also. Es hat halt wirklich gar keinen Sinn, gerade wenn du hast definitiv. Ja, ist in Ordnung, ihr habt alle recht. Ich bin das Arschloch und damit hat die Scheiße voll. Was ist das? Guck mal. Schönes, gutes, ruhiges Gespräch, Rainer. Schön. Deswegen will man auch einfach gern mit dir diskutieren. Schnellste, was du je mit deinem Auto, falsch geschrieben, gefahren bist. Mit meinem Auto, da du geschrieben hast, mit deinem Auto, also mit meinem Auto in dem Sinne, wenn du jetzt geschrieben hast, allgemein mit dem Auto, aber wenn mit meinem Auto bin ich das schnellste, was ich gefahren bin, ist 260. Ne, 280 bin ich mal gefahren. Das war aber noch mit dem Mondeo damals. Passt auf, ja. Ihr kennt nur 2%. Vielleicht hat Rainer das Ding ja getuned. Hm? Ja, der kann euch V3, V4, V5, V20 kann der euch auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Ja, der hat das Ding einfach getuned, okay, Leute? Rainer, du hast wahrscheinlich 280 mit 100 Sachen 80 verwechselt, kann das sein? Lügenlord. Alter, ich hasse Leute, die nicht Auto fahren können. Typ ist so ein einziges Meme. Heute auch noch Führerschein weg, also noch besser. Ich hasse Verschwendung, das packe ich überhaupt nicht. Gestern habe ich mir eine Pizza in den Ofen geschoben. Ey, ich habe die Ding verbrannt, Alter, das kotzt mich immer noch an. Ich habe die gestern in den Ofen geschoben und habe die total verbrutzelt. Ach Mann, ey, ich hätte mich aufhalten können. Ich hasse sowas. Ich hasse Lebensmittelverschwendung. A few moments later. Wieso wirfst du dann Eier auf die Fenster? Ich habe erstens mal werfe ich keine Eier aus den Fenstern, sondern über die Straße aus meinem Grundstück raus. Weil ich gehofft habe, einen oder zwei von denen zu treffen. Und dann wäre nämlich mal ruhig gewesen, weil die stinken nämlich dann 6 Wochen lang nach den blöden Eiern. Ich werde mich ja wohl mehr mit Eiern wehren dürfen. Rainer, aber checkst du denn selbst nicht, wenn du vor 2 Minuten sagst, du hast Lebensmittelverschwendung und dann wirst du überführt und den du selbst zugibst, ja, ich habe mit Eiern auf Hater geworfen, was übrigens auch absolut ja, verwerflich ist und was man nicht machen sollte. Checkst du dann, dass es irgendwie so ein, ja, so ein bisschen doppelmoralmäßig ist? Naja, komm, egal. In der Disco gab es mal eine, die Hater behaupten immer, ich sei Jungfrau, bla bla bla. In der Disco gab es mal eine, das war mit 26. VR6, jedes Lebensmittel, wo der frisst, ist verschwendet. Da hast du nicht ganz unrecht. Ich glaube 26 oder 27, ich bin mir ganz sicher. Haben mir eine Disco eine getroffen ich habe mich mit der ein bisschen unterhalten, die kannte mich auch schon von YouTube und so. Und die meinte auch so, die Hater sind voll dumm und keine Ahnung. Und irgendwie konnte ich es nicht abwarten, mit der bin ich halt mal ein bisschen ins Auge gekommen, die wollte unbedingt dann aufs Klo.
Ja, und dann ist er dann nämlich in dem Klo gelaufen. Tja, war ein schöner Abend, ja. Mit der bin ich dann noch mit zu ihr noch gefahren und dann, ja, war nicht schlecht. Und bis ich 28 war, war ich auch, für was Frauen angeht, noch eine Jungfrau, was soll's. Aber 29 bin ich. Ach, du bist letztes Jahr in die Jungfrau geworden. Richtig, habe ich gerade gesagt. Ich stempel mich nicht als alten Opa ab, aber mit 28 immer noch Jungfrau sein, ist meiner Meinung nach einfach ein bisschen arg extrem. Wenn man bedenkt, dass ich 28 bin, ist das echt ein Witz. Und mein erstes Mal Sex mit einer Frau hatte ich im Alter, also wenn man jetzt richtig Sex betrachtet, mit richtiger Penetration, mit Höhepunkt und allem, erst mit 27. Ja, du bist nicht. Wie viel Scheiße willst du labern, Rainer? Ja, Mann. Nichts Besseres, nur weil du mehr Abonnenten hast, Alter. Und das meint, dass ich da gesagt habe, oh, ich habe voll viele Abonnenten und viel mehr als alle anderen und bla, und mach so und so viele Abos. Alter, hast du schon mal was von Ironie und Scherz gehört? Meine Meinung hat mehr Gewicht als du, weil ich habe über 6.000, 7.000, 8.000, 15.000 Zuschauer. Bettler sind Menschen, die ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise aus Almosen, milden Gaben anderer bestreiten. Meistens wird um Geld gebettelt. Aber ich bettel weder um Geld, noch bin ich jemand, der seinen Lebensunterhalt ganz oder teilweise aus diesen Aktionen bezieht. So Leute, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich danke euch für die Unterstützung, die sehr auf sich heute hat sehr auf sich warten lassen oder teilweise einfach gar nicht der Fall war. Überleg dir mal, ne, wie ehrenlos und eklig das ist, wenn jemand am Ende eines Streams sagt, jo Leute, danke fürs Zusehen. Richtig scheiße, dass ihr so wenig donated habt, ne? Ja. Stell dir mal vor, ich mach dann nachher den Stream aus und sag so, ja, cool, dass ihr so viele hier wart, ne, dass ihr zugesehen habt. Aber meine Arbeitszeit hätte ich auch gerne bezahlt bekommen. Junge, wie kann man nur so dreist und eklig sein? Und dann von sich selber zu behaupten, man wäre kein Bettler. Utopisch. Das ist ja schade. Aber gut, ihr müsst selber wissen, was ihr machen wollt. Wenn die Unterstützung in Zukunft weiterhin so low bleibt oder so low ist, dann werde ich mir vielleicht ernsthaft überlegen, ob ich weitermache, weil ehrlich gesagt, ich tue das eigentlich alles für euch. Wenn ihr mich nicht unterstützen könnt oder wollt oder es einfach nicht für nötig haltet, dann wird es halt auch irgendwann keine Livestreams mehr geben. Ich habe euch das mit meinem Hauptkanal, mit meinen Videos vorgesagt. Ich sage es euch jetzt auch nochmal mit dem Teamspeak. Dann braucht ihr auch nicht hinterherkommen, besiegt, sondern heißt es einfach, nö, nicht besiegt, sondern ich habe halt keinen Bock mehr, wenn ich keine Unterstützung von euch kriege. Dann besiegt ihr mich nicht, sondern ich habe einfach keine Lust mehr. Ja. Ja. Andrew, true, das mit dem Battle ist auch sehr schlecht gealtert. Ne? Heutzutage mit PayPal-Links und mit der IBAN veröffentlichen für direkte Spenden. Das ist wirklich, wie man so tief sinken kann wie ein Rainer Winkler. Unglaublich. Weil ich gebe mir keine Zeitverschwendung. Ich habe noch nie um Geld gebettelt. Das habe ich nicht nötig und das werde ich auch nicht machen. Und ihr wisst es auch und ich sage das nicht gerne, aber dafür müsst ihr dir ein bisschen mehr spenden tatsächlich, ja. Ich mache gerne noch mal eine halbe Stunde länger oder so, aber wenn ich mal 5.000 oder was habe, also Barren auf einen Schlag. Und da hätte ich, ja, dann bin ich eben der Battlelord, wenn du unbedingt meinst. Ich kann mir das wenigstens erlauben und leisten, dass ich das mache, ne? So, du bist doch nur neidisch darauf, weil du das nicht kannst und weil dir niemand was kauft. So. Mal abgesehen davon, dass ich zu meinem Geburtstag auch eigentlich kaum was bekommen habe. So ein, zwei Geschenke habe ich bekommen. War ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aufnehmen kann ich ja. So ein, ey, wirklich. Das macht mich richtig mad. Überleg mal, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Bist die meistgehasste Person in YouTube Deutschland und beschwerst dich dann, dass du kaum Geschenke bekommst von deinen Abonnenten. Ja, von den losten Leuten, die dir tatsächlich Geld geben. Ja, war ich ein bisschen enttäuscht und hab noch ein paar wenige Geschenke bekommen. Ey, wirklich, es ist so eine abartige Person. Wirklich. Da rede ich nicht von seinem Körper oder Aussehen oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur charakterlich. Das Charakterliche reicht schon. Das ist so eklig und abstoßend. Im Moment noch nicht, weil ein paar Umsätze noch nicht möglich sind. Ich brauche zum Beispiel die schwarzen Kerzen aus meiner neuen Liste, die zwei Haarfrisuren, dieses... Dieses komische schwarze Vorhang. Und im Idealfall wäre noch geil, wenn ich diese komischen Plastikwerkzeuge mit Blut verschmiert hätte. Das wären die Sachen, die ich bräuchte. Aber ich bettel weder um Geld, noch bin ich jemand, der seinen Lebensunterhalt ganz oder teilweise aus diesen Aktionen bezieht.
Das schnellste, was ich je mit einem Auto gefahren habe, ist 313. Ja, genau. Also einfach Gibaru, wirklich. Oh, das Bettlerzeug hat mir jetzt wirklich den Rest gegeben. Ich bin wirklich matt für die ganze Woche. Herrlich. Oh Mann, ey. Schaut auf jeden Fall bitte bei React vorbei. Richtig und wichtiger Content. Junge, 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 Junge. Alter Falter. Alter Falter. Oh, das muss ich erstmal ganz kurz vorarbeiten. So, Leute. Wingerwonger, wann kommt Amazon Wunschliste? Eigentlich eine gute Idee. Könnte ich eigentlich mal machen, ne? Ich sag einfach, ich brauche das Zeug für meine Videos. Was haltet ihr davon? Machen wir das so? Ach, Mann. So. Wir legen gleich los. Ich muss mal ganz kurz mal am Handy wuseln und werkeln. Ja, okay. Ich halte mein Maul. Let's go. So, okay. Wir gehen rein ins letzte Video für heute. Nämlich, Moment, ja, so jetzt. Metal, meine lieben Freunde. Und willkommen zur Geschichte des Drachen und Episode 24 Bone Clicks. Ich freue mich auf wunderbare Englisch-Lord-Momente. Ganz wie die beiden Eischen. Hallo. Am 22. Juni 2016 erschien das Video Entspannen und Gießen, in dem Rainer offenbart, er mache sich Sorgen, dass seine Tomatenpflanze leidet. Mach dir mal um deine Tomatenpflanze Sorgen, aber hey, ist doch egal, ob der Hund irgendwie leidet, ob da eine Ente in deiner Regentonne liegt, ob deine Hamster sterben. Mein Gott, Rainer, das sind doch nur Lebewesen. Ist egal. Gut, Pflanzen sind auch Lebewesen, aber trotzdem. Am 23. Juni erhielt Rainer während des Streams unerwartet Besuch. Rainer? Ja? Warte, stopp, ich streame. Was gibt's? Einbruch. Bist eingebrochen? Nein, ich habe jetzt einen Aufstand, weil ich ein Wasser brauche. Und ein Stoff. Und ich mal schauen, ob irgendwo noch so ein wenig Zaun ist. Dass ich den Zaun erhöhen kann, dass der nicht mehr mit dem Kopf geht. Ja, das war jetzt ein wenig unerwartet. Alles klar, Leute, dann komme ich später wieder. Später tanzte Rainer erneut für Likes. Am 25. Juni erschien das Video Riesenpickel. Darin erklärt Rainer, dass er unter Wasserablagerungen in den Beinen leidet. Auf Twitter wurden Auszüge aus Rainers noch nicht veröffentlichten Buch geleakt, welches in vollendeter Fassung als Die Antwort auf die Träume bekannt werden sollte. Ein wunderbares Machwerk, lest das auf jeden Fall. Wingerwonger, ich bin gerade erst dazugestoßen. Hast du den Livestream vom Ora gesehen? Nein, aber ich habe schon mitbekommen, dass Rainer wohl sehr hart entlarvt wurde mit seinen Lügen und dass er wohl einen ganz kleinen Mund dann gehabt hat und werde ich auf jeden Fall die Woche noch nachholen, aber er hat sich jetzt leider mit meinem Stream ein bisschen überschnitten. Es war sehr unglücklich. Am 26. Juni behauptete Rainer, mit seinen Beinen sei mittlerweile alles wieder in Ordnung und wies gut gemeinte Ratschläge zu seiner Gesundheit schroff ab. Diabetes ist kein Spaß, sondern geh zum Arzt. Du Wichser, ich habe überhaupt kein Diabetes. Was laberst du für eine Scheiße? Halt die Fresse! Guck mal, wie ein kleines Kind, ne? Da macht sich vielleicht sogar jemand wirklich Sorgen. Diabetes ist kein Spaß. Geh lieber zum Arzt, ne? Fürsorglich, macht sich Gedanken um deinen Gesundheitszustand. Oh, halt die Fresse, ich habe kein Diabetes. Nein, das kann gar nicht sein. Oh, wirklich, wie ein kleines Kind, ey. Unglaublich, der Typ. Und keine Ahnung hast, Alter. Danach beschwert er sich über Fußball und Deutschland. Leute, nervt mich immer mit dem scheiß Fußball. Mich interessiert nicht, ob wir 2-1, 10 oder 5-0 haben. Ich persönlich hoffe, dass irgendwann mal ein riesiger Meteor auf jeden Fußballspieler dieser Welt trifft, damit wir endlich unsere Ruhe von diesem scheiß Sport haben. Das ist nicht mein Sport, meiner Meinung nach. Guck mal, Rainer. Ich bin auch überhaupt kein Fußballfan. Ich gucke keinen Fußball, mich interessiert diese Sportart nicht. Aber weißt du was, Rainer? Viele Leute mögen diesen Sport. Viele Leute gucken sich gerne diese Spiele an, ja, beziehen da Spaß draus, das im Fernsehen oder live im Stadion zu sehen.
Und warum muss man dann so abfällig darüber reden, wenn man selber das nicht mag? Das ist wieder so ein typischer Rainer. Ich hoffe, alle werden vom Kometen getroffen. Ja, Rainer, absolut verhältnismäßig. Sehr gut, Mann. Ich mag irgendwas nicht. Kann das bitte vom Kometen getroffen werden? Dankeschön. Nein, ich bin kein stolzer Deutscher. Warum soll ich stolz auf einen Haufen Arschlöcher sein, die hier nur Scheiße bauen gerade? Oder die den ganzen Tag nur einen auf Nazi machen müssen? Ich bin definitiv kein stolzer Deutscher. Am 27. Juni erschien Dragon Monday Folge 34 Scheiß Gamer. Darin stellt Rainer einige neu erschienene Alben vor und hat wie üblich Probleme mit den englischen Titeln. Gliese Grin mit dem Album Self-Inflection oder Inflection soll das, glaube ich, heißen. Das nächste Album ist von Father's Warning mit dem Album Terrorist of Flight. Ach nee, Rainer. Father's Warning. Vielleicht heißt es auch Fate's Warning. Vielleicht heißt das nicht. Was hat der gesagt? Terrorists of Flight? Vielleicht ist es auch Series of Flight. Ach ja, Terroristen auf Fliegen. Let's go. In einem Vlog erklärte er, wieder einmal die Nacht durchzumachen, um seinen Schlafrhythmus zu reparieren. Am 28. Juni war Rainer morgens wegen Kreuzschmerzen und seinen Beinen beim Arzt. Vom Arzt bekam Rainer Wassertabletten, also Diuretika, verschrieben. Rainer war jedoch skeptisch, da er Angst hatte, die Tabletten könnten seine Niere schädigen. Rainer, du schädigst deine Innereien doch selbst am besten, also als ob du dir darüber Sorgen machst. Daraufhin fasste er den Entschluss, jeden Tag eine Stunde mit einem Hometrainer Sport zu machen, um Gewicht zu verlieren. Doch bereits am Abend grillte er wieder eine größere Menge Fleisch. Guck dir das mal an, wirklich. Wieso legt er sich alleine so viel dahin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Würste und wahrscheinlich 2 von diesen Steaks oder so. Junge, Rainer, grillst du für eine halbe Familie oder was machst du da? Am 29. Juni erschien dann mit Drache auf dem Radl Part 1 Aller Anfang ist schwer der Videobeweis zu Rainers Workout. An diesem Tag veranstaltete Rainer ein Hashtag Fragdrache während seines Trainings. Dabei bewies er jedoch relativ wenig über Ernährung und Sport zu wissen. Dennoch sollten die nächsten Tage noch mehrere Trainingsvideos folgen. Am 30. Juni lud der YouTuber Sortis das Video Drachenlord, der Show-Kommentarfilm, krasse Fakten über Rainer Winkler hoch und erstellte damit die erste Dokumentation über Rainer. Mittlerweile war anscheinend Rainers Internet wieder gedrosselt worden, da er nicht gleichzeitig streamen und Videos hochladen konnte. Als Rainer am 2. Juli 2016 Vampire's Dawn auf Hitbox streamte, waren auf seinem Desktop Icons wie etwa Rudolf Winkler Verlag zu sehen. Oder Englisch lernen. Naja, der gute Rudolf Winkler Verlag. Später schimpfte Rainer im Stream wieder einmal über Bonklinks und forderte ihn dazu auf, zu ihm zu kommen. Ich bin der Schnorrer. Er schnurrt sich meine Zuschauer. Er nimmt Zuschauer, er hatet über mich, er labert über mich. Ich bin der Schnorrer, obwohl er alles schnurrt. Ist recht, du Spasti. Fick dich einfach. Fick dich und deine ganze Familie. Bonklinks, fuck you and all. Your mother, fuck your mother, fuck your father, your dad, ne? Fuck your father und was auch wichtig ist, your dad, ne? Nicht dein Dad vergessen, wenn dein Vater schon gefuckt hast, danke. Grandma, grandfather, and I fuck you, bitch. Ein Ami labert über einen Deutschen, Alter, der soll bloß die Fresse halten. Bonklicks. Bring us to me. I will speak with you. To me, guy. Asshole. You are afraid for me. This guy would not come to me. Ich weiß auch, dass ich mit dir locker auf Deutsch sprechen könnte. Aber du bist natürlich so feige, dass du mir natürlich einen Nachteil geben willst.
Aber wenn du meinst, dass es so ein Riesennachteil ist, beweg deinen fetten Arsch zu mir und komm. Ich find's immer wieder schön, wie er ansagt, komm doch zu mir. Komm doch bitte zu mir. Dann kommt er zu ihm und dann beschwert er sich, ja, fangen wir damit an, dass Bonklix wenn er vor der Haustür steht. Rainer, bist du lost? Hast du nicht dreimal gesagt, ja, komm doch zu mir? Dann kommt er und Rainer scheißt sich ein. Let's go. Asshole. Bonklix is a little pussy. A really little pussy. Have micro pig, micro cock and micro... Was heißt Nüsse? Micro-Eggs. Rainer ging aus irgendeinem Grund davon aus, Bonklix könnte Deutsch sprechen. Schließlich nahm Bonklix Rainer als Gast in seinen Stream. Rainer denkt ja auch, Bonklix wäre RBS. Also so lost kann man ja auch nicht sein. Rainer versuchte Bonklix auf gebrochenem Englisch klarzumachen, dass er es zu unterlassen habe, auf Rainers Videos zu reagieren. Bonklix gab sich gelassen und erklärte, dass ihm Rainers Videos gefallen und er ihm nicht schaden wolle. Guy, I hear you not. I can't you not hear. Really big asshole. Oh, why am I such an asshole, dude? I love you. You love me. Yeah. And... Ich liebe du. Ich liebe du. Warum tust du sowas dann? Guy, shut up. You have not really my projects on YouTube stealing. Project? Wait, why? What's... Guy, it's not funny. I have 10,000 haters on YouTube. I become ever more haters, while you, my videos. Projects on YouTube stealing. Ja, Bonklix, verstehst du es nicht? Erklärst du doch gerade. Also hör doch mal zu. My background. Why are you doing? Warum tust du das? Warum machst du das? Why are you doing? Why are you running? Oh Mann. No, it's all in love. It's all in love, man. It's all in love. It's fair use. All in love. Trust me. Trust me. I want to give you advice about how to make your life better. I like that you're working out. That's very good. Rainer wurde jedoch durch Bonklix entspannte Art erzürnt und reagierte aggressiv. I living in Germany. I have not full guys mit can speak English. Alt Schauerberg? Emsketchen? Is that where you live? I had no Guy. Idea. The Drakenshans? Guy, shut up. Come to me! Come to me! I'm sketching! Come to me! Hide your mouth. Guy. Your brain's busted, shut man. Up. Your brain's You big fat asshole. You have not planned. You have not idea what I'm doing the last 3 years. I fight the last 3 years to men's with you. You have not planned. You have not idea what I'm doing the last 3 years. Ich werde dich zerstören, Kollege. Ich werde deine Videos löschen, was du geklaut hast. A Frosch! A Frosch! A Frosch! Ja, es ist so schön, wie Bonklix die ganze Zeit so schön gelassen ist, sich wunderbar amüsiert und Rainer immer und immer netter wird und sich aufregt, in gebrochenen Englisch mit ihm reden will. Es ist wirklich so göttlich. I forgot about that. Weißt du was, Kollege? Hör mal beim Englisch, laber mal Deutsch. Ich weiß genau, dass du Deutsch verstehst und jetzt hör auf, mir so Scheiße zu labern. Du bist ein riesiges Stück Scheiße und mit Abfall noch oben drauf. Einfach mal die Fresse, verpiss dich und ich werde nichts zerstören. Tschüss, you big asshole. Bye bye. Really asshole. Klar kann der Deutsch, Leute. Was meint ihr, wie der auf meine Videos überhaupt aufmerksam wurde? Es ist nicht so einfach für einen aus den USA. Nachdem Rainer das Gespräch mit Bonklix wütend beendet hatte,
streamte er alleine weiter und versuchte sich zu rechtfertigen. Dabei offenbarte er auch, dass er aufgrund seiner Internetpräsenz Freunde und Familie verloren hatte. Hä, Rainer, du hast doch ganz viele Freunde noch, oder? Auch heute noch, oder nicht? Der Schweizer Taschenkumpel. Sag mir jetzt nicht, der ist auch erfunden. Das kann doch nicht sein. Was bist denn für ein Weichei? Ich habe für meine Videos und für euch, für meine Zuschauer alles geopfert. Mein ganzes Leben, meine Freunde, meine Familie, alles. Ich habe alles für euch geopfert. Und ich bin... Du hast alles für uns geopfert, genau. Deine Familie, deine Freunde, was du an Freunden und Familie hattest, hast du nicht geopfert, du hast sie mit deiner Art vertrieben, Rainer. Das ist ein sehr großer Unterschied, aber legst dir wieder so, wie du es brauchst. Ein Weichei. Halt bloß die Fresse. Ich habe jetzt nichts mehr. Ich hatte alles. Und Freunde hatte ich sogar bis vor ein paar Monaten noch, bis vor einem halben Jahr, bis ihr angefangen habt, eine Scheiße abzuziehen. Ich hätte längst aufhören können. Aber ich habe einen Standpunkt, den ich vertrete. Ich habe einen Standpunkt, den ich vertreten will. Ich werde mich niemals beugen. Niemanden. Also Marvin, normalerweise grüße ich keine Leute, aber grüße zurück, ne? Ich habe wenigstens den Mut, meine Gefühle zu zeigen. Und wenn morgen der Todestag von meinem Vater ist, ist das auch nicht einfach. Zur gleichen Zeit streamte auch das Regenbogenschaf unter demselben Hashtag wie Rainer mit Boneclinks als Gast. Falls jemand beim Drache im Stream schreiben kann, könnt ihr ihm bitte schreiben, RBS fragt, ob er bitte in einen anderen Hashtag gehen kann, er stört. Also Drache stört. Das wäre sehr nett. Please tell him that he is disturbing our Hashtag on you now. You killed my Hashtag in your Hashtag. What the hell, man? Das ist so geil, ne? Jeder oder so gut wie alle außerhalb von Rainer verstehen sich wunderbar, ne? Ein RBS mit einem Boneclicks. Warte mal, ist das nicht dieselbe Person? Na naja, egal. Die beiden verstehen sich wunderbar, ne? Nur Rainer ist der einzige wirklich so krass unsympathische Lord, der ja von allen verachtet wird. Aber es liegt nicht an Rainer. Das liegt an allen anderen, Leute. Am 4. Juli erschien Dragon Monday Folge 35, sei gegen Mobbing. Darin erklärt Rainer, wieder zum Arzt zu müssen. Allerdings würde er sich diesmal fahren lassen, da er sich den Weg zu Fuß nicht zutraut. Dann behauptet Rainer, er würde gerne an Schulen gehen und dort Vorträge über Mobbing halten. Die Hater forderte er auf, bei Boneclinks zu schauen, anstatt bei ihm, behauptete dann aber, Boneclinks Videos löschen lassen zu wollen. Der Umzug, so behauptete Rainer, solle doch noch stattfinden, allerdings mit Verzögerung, wobei dies nicht seine Schuld sei. Hat jetzt auch stattgefunden, ne? Also kleine Verzögerung von ein paar Jahren, geht klar. Am 6. Juli erklärte Rainer, dass das geplante Fahrradvideo nicht kommen würde, da er keine Lust und keine Zeit hätte. Das ist wirklich so lächerlich, ne? Keine Lust und keine Zeit. Es ist also wirklich, Rainer, einfach, du nimmst dir vor, du machst jeden Tag so ein Video, ja? Oder willst jetzt ein bisschen aktiver sein und du hast keine Zeit, also keine Lust, okay, da bist du vielleicht wenigstens ehrlich, aber keine Zeit, Rainer, was machst du denn den ganzen Tag außer Wichsende? Also bitte. In dem Video, Leute, ich kann nicht jedem antworten, enthüllt Rainer schon einmal von einem Jugendlichen ungefragt anzügliche Bilder geschickt bekommen zu haben. Mir hat auch mal wirklich ein, ich weiß gar nicht, was es soll, mir hat mal ein 14-Jähriger solche Bilder geschickt und ganz ehrlich, Alter, was soll das? Ich bin weder pädophil noch möchte ich das werden, also tut mir den Gefallen und... Rainer, nicht so gut gealtert mit deinen ganzen Storys, die so enthüllt wurden, nicht wahr? Wie alt war er, der 8-Jährige Rainer, glaube ich, ne? Eieiei. Hört auf, mir solche Bilder zu schicken. Im Stream behauptete er, ein normaler Beruf hätte für ihn keinen Sinn, da er so bekannt wäre, dass er mit YouTube weitaus mehr verdient.
Dann traf er eine Voraussage bezüglich der Hater und seiner Karriere auf YouTube. Es gibt so viele, die mir angeschrieben haben, ey, das Haten war so scheiße von mir, aber jetzt, ich bin zwar kein Fan, aber ich möchte auch einmal haten. Es gehen so viele aus der Hater-Community raus, es sind so viele dabei, weil ich nicht aufgebe. Es wird lang dauern, es wird vielleicht noch ein ganzes Jahr oder noch 2 Jahre dauern, aber dieser Hate wird verschwinden, einfach weil sie sich an mir die Zähne ausbeißen. Als Rainer dann Gäste zuließ, kam es zu einem Gespräch mit Berndian. Dieser berichtete, dass Rainers Anzeige gegen ihn vom Staatsanwalt fallen gelassen worden war. Rainer gab sich jedoch ahnungslos und prahlte mit seinem Bekanntheitsgrad. Du hast mich doch angezeigt, weil du dachtest, ich würde dich ausspionieren mit dem Laptop. Vielleicht erinnerst du dich. Warum will ich dich anzeigen? Ja, das frage ich mich auch. Warum machst du sowas? Ich habe dich überhaupt nicht angezeigt, Alter. Ich weiß nicht, was du schon wieder... Ist ja auch nicht so wichtig. Lass uns nicht streiten. Ich würde mich sehr gern mit dir einfach nett unterhalten. Was willst du von mir? Also, ich will mich gar nicht an dir hochziehen. Es gibt im Internet so ein Wort, Code Midas. Das trifft es ganz gut. Also, niemand will was mit dir zu tun haben, weil... Aber egal. Tut mir leid. Er lacht verzweifelt, weil ihm die Wahrheit ins Gesicht gesagt wird. Niemand möchte was mit ihm zu tun haben. Ja. Und das nicht nur wegen Code Midas, sondern einfach auch, weil Rainers Wein unsympath ist. Wirklich, wenn ich überlege, ich müsste mit einem Rainer Winkler irgendwie einen Tag verbringen, Junge. Da würde ich mich aber sehr fürstlich entlohnen lassen dafür, das sage ich euch. LeFloid und Gronkh und sowas wollen, kennen dich alle. Also so Gronkh, LeFloid und so kennen dich alle, hast du gerade gesagt. Aber warum machen die eigentlich keine Videos mit dir? Meinst du, die machen nichts mit mir? Ja, also bisher ist ja nichts gekommen. Dann hast du vermutlich sehr bald eine sehr große dumme Antwort gegeben oder Aussage gemacht gerade. Also können wir damit rechnen, dass da was kommt? Vielleicht. Wo ist denn das Video mit Gronkh oder LeFloid? Das muss ich irgendwie verpasst haben mit Rainer. Komisch. Nach einer Diskussion darüber, ob Rainers YouTuber-Dasein eine echte Arbeit sei, berichtete Berndian über seinen Besuch an der Schanze. Ich stand das letzte Mal vor deiner Tür, da hast du mir die Prügel angeboten. Da habe ich gesagt, komm doch runter. Das hast du nicht gemacht. Hast du lieber die Polizei gerufen? Ich habe mit der Polizei gesprochen. Ich habe die Polizei gefragt, ob du denen nicht auch irgendwie auf den Keks gehst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die gekichert haben. Nur, was du selber von dir hältst. Und wann hast du dir das letzte Mal selber ehrlich die Frage gestellt, ist das alles überhaupt das wert, was du dafür bekommst? Ist das bisschen Hartz-IV-Geld, das du dir da im Barren auszahlen lässt, wirklich wert, dass du deine Gesundheit riskierst? Später versuchte das Regenbogenschaf kurz in den Stream zu kommen, wurde aber von Rainer sofort gebannt. Am 8. Juli hatte Rainer endlich herausgefunden, wie man den Widerstand auf dem Hometrainer höher einstellt. Als ob das so eine Raketenwissenschaft wäre. Ah ja, der geminderte IQ macht sich halt auch überall bemerkbar, nicht wahr? Dementsprechend fiel sein Training deutlich kürzer aus. Im Stream ließ sich Rainer wieder einmal von den Hatern provozieren. Meister B, wenn der Richter dir die Wahl lässt, einen Tag mit Rainer W oder 5 Jahre Bau, deine Entscheidung. Ja, vernünftiger wären natürlich die 5 Jahre. Nein, also dann würde ich natürlich den Tag mit Rainer verbringen. Ne? Also dann würde ich ein paar Videos mit dir aufnehmen, meine YouTube-Karriere pushen. Rainer ist so berühmt, berüchtigt, Junge. Das würde ich doch gleich mitnehmen. Nein, aber also... For real, überleg mal, du müsstest einen Tag mit Rainer verbringen. Boah, ey, wirklich. Was macht man mit einem Rainer Winkler? Sagt es mir. Ich wüsste es nicht. Hakenkreuze zu machen, ja? Die zu posten. Sollte man vielleicht mal sich in die... Gut, wir könnten Breath of the Wild spielen. Breath of the Wind, sorry. Gaskammer stecken, du Arschloch, ja? Anstatt hier irgendwelche Leute rumzuposten und zu sagen, hier, ja, ne, hier hast du gesehen und bla und überhaupt und sowieso. Hakenkreuze werden nicht gepostet, du Arschloch, Alter. Du hast keine Ahnung, was passiert ist und du warst nicht dabei. Vielleicht sollte man lieber dich in die Gaskammer stecken, wenn du sowas gerne postest, dann lachst du vielleicht nicht mehr drüber, du Arschloch. Ja, Rainer, du weißt, was passiert ist, deswegen vergleichst du dich auch mit Juden. Alles klar, mein Junge, alles klar. Wenn ich so hässlich wäre wie ihr, hätte ich mich schon lange aufgehängt. Lösch dich. Ich lösche mich an dem Tag, an dem ich deine Mutter gefickt hab,
Ostern, Weihnachten und Neujahr auf einen Tag fallen, dazu die Hülle zugefriert, ich jeden Hater in den Arsch gefickt habe und dann lösche ich mich. Wisst ihr, was ich an Rainer mag, weil ich noch nie gesagt habe? Rainer hat so diese Fähigkeit, sich immer so gewählt auszudrücken. Das gefällt mir sehr gut. Weißt du, nicht so eine vulgäre Sprache, sondern so schön, einfach so eine gehobene, niveauvolle Sprache. Das mag ich auch sehr am Rainer. Gott segne dich, mein Sohn, ja? Nachdem ich ihn in den Arsch gefickt habe, segne ich ihn, Alter. Gott kommt zu mir und will von mir gesegnet werden und nicht andersrum. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt. Leute, das war Sarkasmus. Habt ihr hoffentlich gehört, ne? Also das war ja wohl ganz klar vermittelt, dass das Sarkasmus war. Super geil, du bist der geilste Mensch auf diesem Planeten. Nur, dass ich Gott bin und du ein Arschloch. Also halt die Fresse, fick dich und verpiss dich aus meinem Stream. Oder geh, komm her und blubber mir einen, Alter. Habe ich wenigstens noch was davon. Pommes Piker. Junge, der Letzte, der das versucht hat, den habe ich mit meinen beiden Fingern, ja, beide Hände gebrochen. Und das nur mit einem Finger pro Hand. Also halt lieber die Fresse an, statt die Fresse aufzureißen, ja. Überleg mal, warum dich niemand mag. Mir ist scheißegal, warum mich niemand mag. Das interessiert mich einen Puff. So, letztes Lied für euch arschgefickte Gummifotzen. Und wenn ich einen Mikropenis hab, deine Mutter hat sich trotzdem nicht beschwert, als ich sie gefickt hab, Alter. Als ich sie richtig durchgenudelt hab. Die hat sich nicht beschwert. Die hat sogar geschrien, oh, der ist sogar größer als der von meinem Sohn. Was ist denn mal, Alter? Warum kommen hier immer wieder Leute mit Bots rein? Warum können hier immer wieder Leute rumposten und rumlabern und Scheiße labern? Warum kann man hier in einer Tour beleidigt werden, wie Sau? Warum darf der dicke Mann denn so viel beleidigen und dummes Zeug labern? Das würde ich gern wissen. Ganz ehrlich, Moderatoren, ganz ehrlich, Juno, fick dich ins Knie. Meine ich ernst. Und ich hab Bock mehr. Ich werde jetzt dazu noch ein Video auf YouTube dazu machen bei Zeiten. Und dann werde ich vermutlich auch echt ganz Juno nur noch ficken, Alter. Keinen Bock mehr drauf. Ich werde es so lange machen, bis ich hier endgültig rausfliege. Tschüss jetzt, ihr Arschlöcher. Fickt euch ins Knie, ihr Pisser. Am 9. Juli erschien das Video Ich bettle um eure Hilfe. Darin beschwert sich Rainer über mangelnde Unterstützung größerer YouTuber. Dann behauptet er, wenn er mehr Geld hätte, würde er aus seinem Grundstück ein Paradies für YouTuber machen, inklusive Whirlpool und Gästezimmer. Dann bittet er seine Zuseher darum, bei anderen YouTubern die Kommentare zuzuspammen. Schreibt es in die Kommentare, schreibt es bei denen in die Kommentare. Ich fordere nicht zum Hate auf, sondern ich fordere in dem Sinne zum Spam auf. Ihr seid diejenigen, die die Macht haben. Ihr seid diejenigen auf YouTube, die dafür sorgen können, dass wir einfach Content produzieren. Oder dass wir, im Sinne von den YouTubern, dass wir den Content produzieren, den ihr sehen wollt. Rainer, was willst du denn mit anderen YouTube für nice Content produzieren? Erklär mir das doch mal. Also. Gibt es irgendwas in die Richtung? Schreibt es in die Kommentare. Aber nicht nur bei mir, sondern auch bei denen. Sorgt dafür, dass sie mich sehen. Sorgt dafür, dass sie Videos mit mir machen. Am 11. Juli erläuterte Rainer im Dragon Monday, dass er die Hater dafür verantwortlich macht, dass er für seine Videos keine Sponsoren findet. Am 12. Juli schlich sich erneut das Regenbogenschaf bei Rainers Stream ein. Hallo? Wann geht endlich dein Zelda-Let's Play weiter? Wenn ich dir einen riesen Dildo in den Arsch geschoben habe, also vermutlich... Brauchst du noch Unterstützung wegen deinem Laptop? Also ich könnte dir auch beim Formatieren helfen, falls du da Probleme hast oder technisches Wissen. Natürlich, weil ich bin auch darauf angewiesen, dass du mir hilfst, weil ich ja ohne deine Hilfe gar nichts zustande bekomme. Ich meine, ohne deine Hilfe hätte ich nie mit YouTube angefangen, ohne deine Hilfe hätte ich niemals im Leben irgendwas erreicht. Ach, warte mal, warst du nicht der Typ, der aufgegeben hat, nachdem fast jemand seine Adresse gepostet hätte und rausgefunden hat, wo er wohnt und alles? Am 13. Juli war Rainer auf dem Bergwerk Labs Teamspeak-Server, geriet aber mit anderen Mitgliedern schnell aneinander und wurde daraufhin gebannt. Auch streamte Rainer mit Gästen auf YouNow. Dabei behauptete er, wieder einmal eine Freundin zu haben. Ich bräuchte mal so einen Counter, wie oft er das schon behauptet hat. Ich meine, natürlich war das alles wahr, ne? Das ist natürlich die in Stein gemeißelte Wahrheit, das ist klar. Aber... ich hätte wirklich gern so einen Counter, wie oft er das schon behauptet hat, dass er eine Freundin hat. Später nahm er dann Dorian als Gast in den Stream. Die Oberbackpfeife. Mädel. Das steht dir überhaupt nicht zu, sowas zu sagen, Alter. Ja, genau, Rainer, weil du das Wort Mädel erfunden hast und nur du das benutzen darfst. Alles klar.
Das ist ja wunderbar. Hey Rainer, wie du siehst, bin ich jetzt wieder auf freiem Fuß. Und ich wollte mich einfach mal ganz freundlich mit dir unterhalten, weil mein Bewährungshelfer gesagt hat, dass das vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung wäre. Ich würde dir empfehlen, dass du mich in Ruhe lässt. Ansonsten sorge ich dafür gerichtlich, dass du mich in Ruhe lässt. Du hast mich doch gerade in deinen Guest genommen. Rainer behauptete, der Mittwoch wäre für ihn so schlimm wie Totschlag oder versuchter Mord gewesen. Cybermobbing ist die schlimmste Art, oder generell Mobbing ist die schlimmste Art, einen anderen Menschen fertig zu machen. Und ich habe davon 10 Jahre in der Schule glücklicherweise überstanden. Wäre ich jemand anderes gewesen, und es würde jeder Mensch bestätigen, der nur einen geringsten Funken an Anstand hat. Jeder andere Mensch hätte sich wahrscheinlich nach der Situation aus dem Fenster geschleudert. Von mir aus ist es aus deiner Sicht gerne Techno, wenn du unbedingt meinst. Aber sag das keinem Amon Amarth-Fan, das sag ich dir gleich. Zumindest sagst du nicht. Ich sag du keinem Haut-Fan, dass die Haut kein Organ ist. Ah, so ein geiler Konter. Leute, seid ihr Haut-Fans? Sag mal. Also ich schon. Daraufhin spielte Rainer mit dem Gedanken, was wäre, wenn Erdbärchen seinen Antrag angenommen hätte. Warum man überhaupt über sowas nachdenkt, wie verzweifelt man sein muss. Zum Beispiel, was wäre zum Beispiel gewesen, wenn Erdbärchen damals mich nicht verarscht hätte, als und so weiter. Würden da auch zusammen wohnen, wer weiß, vielleicht wäre das mit YouTube auch noch ein krasserer Start gewesen, weil dann die ganzen Hater nicht so extrem abgegangen wären. Vielleicht viele mehr auf mich aufmerksam geworden, der Hate wäre zurückgegangen, dadurch hätte ich vielleicht mit Unge oder anderen YouTubern irgendwas zusammen machen können, sei es Let's Play oder sonst was. Überleg mal, du erzählst irgendeiner random Alten so einen Müll. Später machte ihm eine Haterin scherzhaft einen Heiratsantrag. Und ich wollte dich jetzt hier von den Leuten fragen, ob du mich heiraten willst. Nö, ich stehe nicht auf Blondine. Das ist schon hart von dir. Warte, ich habe hier was vorbereitet. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man es hört. Aber da du eine Haterin, das ist mein brechendes Herz. Auch immer wieder schön. Das ist mein brechendes Herz. Am 15. Juli erschien dann das letzte Radl-Video für eine lange Zeit. Von diesem Tag existiert auch ein Teamspeak-Leak, in dem Rainer preisgibt, einen PC gesponsert bekommen zu haben. Am 16. Juli behauptete Rainer wieder mal eine Freundin zu haben und rief dazu den Hashtag Drache unter der Haube ins Leben. Am 17. Juli versuchte Rainer erfolglos, Drachenlord als Marke einzutragen. In dem Video Apo Red in Bombenstimmung und Bergi trollt, beschwert er sich wieder darüber, dass er auf Herr Bergmanns Teamspeak gebannt worden war. Es kann doch nicht ernsthaft euer Ernst sein, dass ihr mich da rauskickt, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße, sag mal? Alter. Daraufhin rief ihn zufällig während der Aufnahme seine Freundin an. Mensch, Zufälle gibt's nicht, wahr, Rainer? Freundin? Babe, nicht jetzt. An diesem Tag war auch ein Profil auf einer Datingseite aufgetaucht, das Rainer zugeordnet wurde. Am 18. Juli erklärte... Warte mal, wir müssen wieder lesen. Ich stehe auf Sexgeschichten, sein... Es welche aus meinen eigenen Büchern, Alter, nennen das nicht Bücher, oder welche, die entstehen, wenn man schreibt oder sich trifft. Punkt. A wird groß geschrieben. Egal. Auch mit wenig Erfahrung kann man dies noch durch Fantasie und Ideen ausgleichen. Wer eine Katastrophe... Ach nee, ich... Ich wollte gerade Katastrophe lesen. Da steht Kostprobe, ob er da meiner Geschichte haben möchte. Braucht mich nur anschreiben. In meine Bücher allerdings lasse ich nur jene schauen, die bereit sind, mir ihre Entschlossenheit zu zeigen. Aber auch durch die Kostproben bekommt man einen guten Eindruck, denke ich. Wunderschön, Rainer. Auch tolles Bild einfach. Ja, sieht gut aus. Würde ich auf jeden Fall daten. Rainer, dass er nun doch keinen PC gesponsert bekommen würde und machte dafür den YouTube-Kanal Rudolf Winkler offiziell verantwortlich. Im Stream beschwerte sich Rainer darüber, dass die Polizei seiner Meinung nach großteils fürs Nichtstun bezahlt wird. Auch offenbarte er,
dass seine Bedingung für den gesponserten PC war, dass Rainer nichts im Vorhinein ankündigt. Da er aber im Teamspeak darüber geredet hatte, fiel die Sache letztendlich ins Wasser. So dumm kann auch wirklich nur Rainer sein, ne? Einfach die Fresse halten und selbst das kriegt er nicht hin. Rainers Abnehmpläne waren von Anfang an zum Scheitern verurteilt, da keine Menge an Ausdauertraining die Auswirkungen einer schlechten Ernährung negieren kann. Selbst mit Rainers Idealgewicht von 100 Kilo würde er bei seiner Körpergröße noch als übergewichtig zählen. Dennoch erhielt er für die Radl-Videos anfangs positive Resonanz und hatte sogar mehr Likes als Dislikes. Letztendlich verlor er jedoch schnell die Motivation und gab seine Bemühungen auf. Ich sag's euch so, wie es ist, diese Radl-Videos wollten die Leute ja auch damals sehen. Ne? Und ich sage euch, wenn er da ein bisschen durchgezogen hätte, hätte er sich vielleicht wirklich eine kleine Community aufbauen können. Aber ja gut, das ist... Ja, das ist so Glaskugel-Denken, ne? Wer weiß, ob das wirklich so gekommen wäre. Rainer ist halt so ein Unsympath. Ich glaube, das hätte er sich auch wieder verspielt. Naja, auf jeden Fall wieder sehr, sehr nices Video vom Einzigen. So, Leute. Wir sind am Ende des Streams angekommen. Ja, leider habe ich den wohl sehr utopischen Stream von Rainer verpasst. Die werde ich mir aber dann die Tage nochmal angucken. Ich danke auf jeden Fall, jeden, der hier heute dabei war, wieder knapp 200 Leute am Start, vielen lieben Dank. Auch für die ganze Unterstützung in Form von Barne, in Form von Abonnenten und so weiter und so fort. Ganz viel Liebe an euch. Ja, ich wünsche euch, naja gut, Restsonntag. Der Sonntag ist ja nicht mehr wirklich lang. Ja, auf jeden Fall morgen guten Start in die Woche. Scheiß Schichten, ich weiß, Leute, ich weiß. Haut rein, macht euch einen schönen Abend. Ich sage ciao, ciao, Medal of und vielleicht bis nächste Woche Sonntag. Ich weiß es noch nicht. Ihr kennt mich.